Ich weiß nicht recht, wie ich diesen Reaction Saturday einleiten soll, weil es wird heute was ganz, ganz Besonderes. Wichtig ist aber erstmal, dass ihr daran erinnern werdet, welcher Tag heute eigentlich ist. Es ist Reaction Saturday, es ist Reaction Saturday, es ist Reaction Saturday, was schauen wir uns heute an? Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction Saturday, an dem wir an einem Samstag auf etwas reagieren. Hauptsächlich machen wir das in letzter Zeit auf Speedruns, aber ich möchte nicht ausschließen, dass wir in Zukunft noch auf andere Dinge reagieren. Schön, dass ihr hier seid. Dieser Run ist in vielen Punkten ein besonderer. Erstens, es könnte der letzte Run sein, auf den wir reagieren, wo wir unter 100.000 Abonnenten sind. Also falls ihr sagen wollt, ich habe Hübi abonniert, bevor er die 100.000 Abonnenten geknackt hat, eure letzte Chance könnte hier sein. Spaß, ein bisschen dauert es noch, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Viel wichtiger und besonderer in diesem Run ist, dass wir heute auf einen Run reagieren, der 1 Stunde 40 Minuten dauert. Um genau zu sein, 1 Stunde 35 Minuten und 50 Sekunden, ne? Das ist die längste Reaktion, die ich allgemein in meinem Leben je gemacht habe und auch die längste Reaktion bisher hier am Reaction Saturday. Das hier wird ein XXL-Format und damit ihr hier gut durchkommt, holt euch eine dicke Tasse Kaffee. Ich habe mir auch noch so einen wunderschönen Schokoriegel geholt. Ihr könnt euch auch gerne noch viel mehr zu snacken holen. Also ihr könnt auch gerne das zum Mittagessen schauen, zum Abendessen, zum Frühstücken, whatever. Wir werden hier eine große Reise hinlegen. Das Ding ist, ich habe gerade gefrühstückt, deswegen kann ich mir jetzt nicht wieder groß was reinspachteln. Also rüstet euch aus. Notfalls habe ich auch nochmal eine frische Dose Energy draußen stehen. Die ist schon offen. Und ich glaube, das wird großartig. Wir schauen uns Super Mario 3D World an. Eines der meiner Meinung nach schönsten Spiele, die Nintendo je produziert hat. Rein vom Vibe und von der Grafik und der Atmosphäre her. Wir schauen uns nicht den Switch-Port an, sondern die Wii U-Version. Aus einem ganz besonderen Grund, denn die Wii U-Version hat viel mehr coole Tricks, Glitches, Skips etc., die in der Switch-Version alle zum Großteil schon gefixt wurden. Prinzipiell ist es ja eine gute Sache, dass sie im Port Glitches und so weiter fixen. Auf der anderen Seite ist es halt zum Zuschauen cooler, wenn ein Spiel viel mehr zerlegt wird. Ich glaube, es gibt nicht viel mehr zu sagen. Leute, fetten Daumen nach oben für die XXL-Reaktion. Ich hoffe, ich kriege das alles hin. Und ja, wir haben jetzt gut 1,5 Stunden Zeit, uns über Gott und die Welt und diesen Run zu unterhalten. Deswegen halte ich das Intro kurz. Let's go! Die Sonne scheint draußen, es ist, der Sommer kommt langsam, es ist hell, ich habe eine Tasse Kaffee hier und ich kann mit euch gemeinsam auf was Geiles reagieren. Kurz für die Credits. Super Mario 3D World Any% Speedrun in 1:35:50, das ist der aktuelle Weltrekord, vom lieben Luigi Master 06, erstellt im Dezember letzten Jahres. Kleiner Funfact, Luigi Master 06 hat auf speedrun.com, also der offiziellen Speedrun-Seite, exakt einen eingereichten Run und das ist dieser hier und das ist ein Weltrekord. Das ist irgendwie ziemlich cool. Ihr seht es auch schon hier am Symbol. Das Ganze ist die Wii U-Version. Er spielt das Ganze wohl auf Französisch. Also Menü de Wii U ist offiziell Französisch. Oder obviously. Ich weiß nicht, ob das einen Grund hat, ob Französisch die schnellste Sprache ist, ob er vielleicht selber Franzose ist. Wir werden es nicht erfahren. Aber ich würde sagen, wir starten hier jetzt einfach mal rein. Wie gesagt, Zeit genug werden wir haben. Und ich starte jetzt bewusst hier schon am Anfang im Menü, weil es mich interessiert, ob er hier irgendwas manipuliert. Aber ich glaube nicht. Hier ist es, Freunde. Super Mario 3D World. Eine lange Reise steht vor uns. Es ist sehr gruselig. Das ist genau das gleiche Gefühl wie bei 24-Stunden-Streams. So blöd das jetzt klingt, aber ich rede hier natürlich in einem deutlich höheren Takt und deutlich emotionsgeladen und energiegeladen als jetzt manchmal in Streams. So wenn du am Anfang so einer ewig langen Reise stehst, so du weißt, du wirst einfach hier 1,5 Stunden sitzen und quatschen dann. Ja, es ist ein geiles Gefühl. Er startet mit Luigi. Wahrscheinlich, weil er Luigi im ersten Level haben will, dass er sich das Charakterwechseln spart. Wie gesagt, also macht euch das an, während ihr nebenbei zockt, während ihr, esst, ja, wenn ihr vielleicht krank seid, wenn ihr noch morgens im Bett liegt, whatever, und schreibt mir dann am Ende auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch wirklich diesen kompletten 1,5-Stunden-Block angeguckt habt, wobei, es wird wahrscheinlich eher so 1 Stunde 40 Minuten für mich, wobei ich euch auch viele Ladesequenzen und so rauscutten werde, also jetzt am Anfang habe ich ja noch ein bisschen was zu erzählen, aber im Mario 3D World verbringst du auch sehr viel Zeit auf der Overworld und mit Ladesequenzen und so weiter. Also, ich werde das Ganze auf jeden Fall wieder schneiden, wie ich es bei all meinen Reaction Saturdays tue, damit es für euch einfach spannender zum Zuschauen wird, dass ich quasi alle Ladesequenzen und langweiligen Stellen euch rausschneide und ihr wirklich nur die Creme de la Creme des Speedrunnens geliefert bekommt.
ich weiß gar nicht, das gibt's doch auch irgendwie beim Kochen. Wenn du, heißt es filetieren? Ich glaube, filetieren ist der Begriff. Filetieren ist ja, glaube ich, im Kochen, wenn du wirklich nur aus Fleisch oder auch tatsächlich auch aus Obst und Gemüse nur die besten und leckersten Sachen rausschneidest und dann servierst quasi. Du holst dir nur die Filetstücke aus etwas raus und ich filetiere euch diesen Speedrun. Ich glaube, ich filetiere euch Speedrun, Bruder. Der Run oder das Video ist für mich jetzt ein paar Minuten alt und ich hau jetzt schon die Sätze auf Doom raus. Ihr merkt, ich bin gut drauf. Es ist bei mir gerade 10 Uhr morgens, um genau zu sein, 10.30 Uhr. Also wir sind quasi halb elf. Und ich habe heute noch was sehr, sehr Spannendes vor mir. Ich werde heute zum ersten Mal in meinem Leben ein Handballspiel live kommentieren. Wenn ihr das Video seht, ist das Spiel wahrscheinlich schon vorbei. Ich werde es vielleicht noch auf Social Media teilen, aber ich werde das erste Mal auf Sport Deutschland TV ein Handballspiel kommentieren. Aber dazu später mehr. Wir gehen ins erste Level. La Colina de la Supercabina. Das klingt fast schon eher spanisch, aber ich bin mir relativ sicher, dass es französisch ist. So, per Gamepad, ganz, ganz wichtig. Ihr habt gerade gesehen, er aktiviert hier diese Blöcke teilweise. Oh mein Gott, er ist so fast, holy shit. Oh mein Gott. Aber ihr werdet es in diesem Run immer wieder sehen, dass er Blöcke aktiviert, bevor Luigi überhaupt in der Nähe ist oder sein Spielballcharakter. Oh mein Gott, ist er schnell. Oh mein Gott, ist er schnell. Und das liegt daran, dass er das Ganze auf der Wii U spielt. Auf der Wii U, Freunde, hat man dieses wunderschöne Gerät, das Wii U Gamepad. Und das Spiel sieht man nochmal hier auf seinem Screen. Na, diese Wii U ist ja tatsächlich ein Relikt. Also, die Wii U ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ist es die schlechtest verkaufteste Konsole von Nintendo? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weit unten, ne? Und man kann auf diesem Wii U Gamepad Sachen antippen. Unter anderem auch eben Fragezeichenblöcke. Und dadurch kann man eben auch Blöcke, die noch weiter in der Entfernung sind, bereits aktivieren, indem man im Gamepad drauf tippt. Also, das ist tatsächlich recht spannend. Ich glaube, man kann damit auch Gegner festhalten. Man kann unsichtbare Dinge erscheinen lassen. Also, man kann einige Sachen damit tun. Und das ist tatsächlich... Also, falls Sachen auf dem Screen passieren, wo ihr euch denkt, hey, der Spielcharakter war da noch gar nicht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er das Ganze per Gamepad aktiviert hat. So, wir sind in Level 1-2. Oh mein Gott, er ist so schnell. Holy shit, das ist doch krank. Das ist doch krank, holy shit. Dadurch, dass er immer hüpft, behält er sich den Speed bei. Also er wird kaum laufen. Er baut sich nämlich einmal Speed auf und durch das permanente Hüpfen behält er diesen Speed. Also er läuft kaum. Und deshalb ist er quasi immer so schnell und verliert diese Geschwindigkeit nicht. Das ist so der Point. Also ihr seht schon, der düst hier durch. Der normale Spieler ist nicht mal ansatzweise so schnell. So, jetzt holen wir uns, glaube ich, noch hier vorne den Grünstern per Koopa-Shell, glaube ich. Genau, er hat die Koopa-Shell, den Grünstern einsammeln lassen, während er da hoch ist. Und die Röhre, in die er gerade gegangen ist, ist der erste Secret Exit des Spiels. Also, man spielt in der ersten Welt im Any% Run von Super Mario 3D World nur zwei Level. Na, und dann geht es direkt in den ersten Secret Exit, man ist direkt in der zweiten Welt. Finde ich tatsächlich recht schade, weil ich persönlich finde, dass die erste Welt sehr geile Level hat. Die ersten Welten eines Videospiels, gerade bei Nintendo, sind ja meistens immer dazu da, um so ein bisschen die Mechanik darzustellen und vor allem auch einfach zu zeigen, was das Spiel so drauf hat. Und das sind meistens immer sehr schöne, spaßige Level, weil die wirklich einfach nur darauf aus sind, Spielspaß zu vermitteln. Gar keine Schwierigkeit, sondern einfach nur so ein Genießen. So, jetzt ist das erstmal Peach genommen, weil Peach eine Hover-Fähigkeit hat. Ne? Ihr seht es hier, die kann so ein bisschen in der Luft schweben. Und wenn man diese Schwebefähigkeit noch mit so Katzenattacken kombiniert, kann man dadurch eine enorm hohe Airtime vermitteln. Ihr seht es, der Typ überfliegt einfach das ganze Level. Das ist so geisteskrank. So, diesen Strauß hier lässt er mal kurz diesen Block aufnippeln. Dann zündet er den noch kurz weg und bam, da ist auch einfach schon direkt Grünstern Nummer 3 von Captain Toad. Der ist in diesem Spiel regelmäßig in Problems. So, und der Dude schwebt. Der Dude fliegt. Er ist unterwegs. Ziel natürlich immer bei den Zielflaggen so weit unten wie möglich zu sein, damit keine ewig lange Animation kommt, wie er erst die Fahnenstange runterslidet. Drittes Level abgeschlossen. Während ich hier quatsche, hat der Typ schon drei Level abgeschlossen. Also ihr seht, in welcher Geschwindigkeit das Ganze hier passiert. Jetzt am Anfang werde ich mich natürlich noch sehr auf das Spiel selber konzentrieren. Später werde ich dann natürlich auch ein bisschen off-topic abdriften. Ich hoffe wirklich, ihr habt was zu sippen oder zu trinken dabei. Schreibt mal spaßhalber in die Kommentare, ob ihr diesen Run oder dieses Video in irgendeiner besonderen Situation schaut. Also, ob ihr jetzt wirklich, oder schreibt einfach mal allgemein, wo ihr schaut. Also entweder, yo, ich sitze im Bett auf der Couch mit meinem Handy und guck das. Oder sagt ihr euch, yo, ich habe gerade was Geiles zu essen gemacht. Yo,
keine Ahnung, ich bin krank und habe gerade nichts Besseres zu tun. Ich glaube, gerade wenn man krank ist, ist so ein Video halt Bombe. So, du weißt einfach, du bekommst so gut eine Stunde, 30 Minuten geile Unterhaltung. Also ich gebe mein Bestes, dass es gute Unterhaltung wird. Und weiß einfach, dass ich hier eine ganz lange Reise habe, auf die ich mich begebe. Digga, gebt euch mal diesen Speed. Gebt euch mal diesen Speed. So, hier Silhouettenlevel. Da kriegt man sogar eine Katzenlocke, sehr, sehr geil. Das ist ja so ein bisschen das Ziel. Ich habe das Game ja bisher auf der Switch, ich glaube, 3 oder 4 Mal gespeedrunnt. Es ist immer ganz, ganz wichtig in diesem Spiel, dass man Katzenglocken dabei hat. Hier unter dieser Treppe ein Grünstern. Wenn man weiß, dass der da ist, muss man da in diesem Subraum gar nicht viel machen. Und hier ist es noch ein Papierbowser. Also ich habe das Spiel ja auch schon mal gespeedrunnt, natürlich auf ja, sehr niedrigem Niveau. Muss man einfach sagen, geil, wie er sich hier direkt über Captain Toad platziert, um den Grünstern noch mitzunehmen. Wirklich, ein geiles Spiel zum Speedrun. Nicht easy, weil eben gerade dieses Katzenglockenmanagement super wichtig ist. Also man kriegt natürlich nicht in jedem Level diese Katzenglocke. Und gerade wenn man einfach noch nicht so erfahren ist, wird man halt einfach regelmäßig mal von Gegnern getroffen und verliert sein Item. Oder fällt man in den Abgrund und verliert dadurch sein Item. Und wenn man dann irgendwann in einem Abschnitt des Spiels ist, in dem es nicht in jedem Level eine Katzenglocke gibt, dann steht man immer vor einer riesigen Zwickmühle. Mache ich jetzt entweder all die nächsten Level ohne Katzenglocke und habe damit eine hohe Fehlergefahr, muss aber keinen Umweg machen, oder mache ich einen Umweg, gehe in ein anderes Level, was mich natürlich massiv Zeit kostet, füll aber mein Katzenglocken-Inventar wieder auf und kann damit dann die nächsten Level schneller durchstehen. Also es ist immer die Frage, lohnt sich der Umweg, Katzenglocken aus einem anderen Level zu holen? Als Amateur. Als Profi passiert sowas natürlich nicht. Als Profi verlierst du deine Items nicht und hast eigentlich immer Katzenglocken parat, beziehungsweise weißt auch immer perfekt, wo du Katzenglocken schnell bekommst. Die suchten das Spiel natürlich komplett durch. So, hier mit dem Touchpad, seht ihr es auch, er fuchtelt wieder auf dem Gamepad rum, aktiviert ihr hier diese ganzen Drehböden. Und lol, man kann den Grünstern sogar per Gamepad einsammeln. Der Typ ist einfach nur mit der Röhre rein, hat den Grünstern per Gamepad eingesammelt und ist wieder rausgegangen. Der hat Peach gar nicht bewegt. Da seht ihr, wie OP dieses Gamepad ist. Man hat dieselben Funktionen natürlich auch in der Switch-Version. Bloß, da hat man natürlich obviously kein Touchpad, außer man spielt es im Handheld-Modus. Aber wenn man zum Beispiel hier mit so einem wunderschönen Pro-Controller spielt, ich finde übrigens den Autofokus sehr sexy, dann wird das per Bewegungssteuerung gemacht. Man hat quasi so einen Zeiger, den man per Bewegungssteuerung mit dem Pro-Controller steuert. Ich erkläre das natürlich, ich versuche das jetzt hier natürlich auch für alle zu erklären, die vielleicht auch mit dem Spiel noch nichts zu tun haben. Ziel meiner Reaction-Saturday-Reihe ist es natürlich, wenn ich Spiele ein bisschen kenne, sie so gut es geht für jeden zu erklären, dass man sich halt auch einfach Reaction-Saturdays anschauen kann, ohne Vorwissen über ein Spiel zu besitzen. Ja, und wenn ich natürlich mir ein Spiel oder einen Run angucke, von dem ich selber keine Ahnung habe, dann kann ich natürlich nicht viel erklären, ne? Dann dann erzähle ich einfach nur, was ich sehe und mutmaße, was so passiert. Aber ich bin kein Profi in dem Game in Sachen Speedrunning, aber ich denke, die Basics habe ich verstanden. Ich kenne auch einige Tricks. Es werden mit Sicherheit auch einige Tricks kommen, bei denen ich mir nicht sicher bin, wie sie funktionieren. Hier könnte man übrigens noch mal eine Katzenglocke bekommen, falls man davor mal eine verloren hat. Das ist ein Spot, wo ich gerne schon mal eine Katzenglocke wieder eingesammelt habe in meinen Runs. Und es ist hier in diesem Rätselhaus, muss man natürlich einfach jeden Gegner so schnell wie möglich besiegen und bekommt einen Grünstern dafür. Und nach 5 Stages, beziehungsweise 5 Grünsternen, kriegt man dann quasi hier den Erfolg des Levels. Er sammelt die ganzen Grünsterne. Der eine oder andere könnte jetzt fragen, er macht doch Any%. Das bedeutet, er muss das Spiel doch nur schnell durchspielen. Warum sammelt er Grünsterne? Es ist so, dass an gewissen Punkten des Spiels immer eine Grünsternbarriere ist. Da will das Spiel schauen, hast du genügend Grünsterne eingesammelt? Falls nein, geh zurück in ein anderes Level und sammel die verdammt nochmal ein. Also man braucht, soweit ich weiß, 170 Grünsterne, um das Final Boss Level freizuschalten. Das heißt, die Speedrun-Route ist natürlich so optimiert, dass er die 170 schnellsten Grünsterne entlang seiner Route sammelt. Finde ich prinzipiell eine gute Sache, weil es immer wieder Spieler gibt, die komplett auf Collectibles scheißen und einfach wirklich nur durchrennen und dann am Ende sagen, Mann, was für ein langweiliges Spiel, viel zu kurz. Und Nintendo das natürlich auch weiß und gerade das Suchen und diese Liebe zum Detail, wie teilweise Sachen versteckt sind, das ist natürlich das, wo ein bisschen der Charme der Nintendo-Spiele herkommt. Und deshalb finde ich es sehr, sehr gut, dass Nintendo hier ab und zu so Hürden einbaut, dass sie die Spieler dazu bringen, hier ihre Collectibles auch einzusammeln.
damit sie einfach in den vollen Genuss der Spiele kommen. So, wir haben hier gerade ein sehr, sehr spannendes Item, nämlich die Doppelkirsche gesehen. Damit kann man sich duplizieren und wenn einer der Klone stirbt, dann verpufft er und man kann mit dem anderen weiterspielen. Das heißt, in gewisser Weise kriegt man auch immer ein Extra-Leben. So, und hier will das Spiel eigentlich, dass man mit 4 Klonen herkommt, dass hier so ein Aufzug hochfährt. Allerdings, wenn man ein Katzen-Item hat, kann man einfach zu diesem Grünstein hochsliden und dann passt das. So, hier ein Fehler, Freunde. Er ist nicht ganz unten an der Fahnenstange gewesen, das heißt, er hat hier bestimmt 0,2 Sekunden verloren. Also, wenn ich mal ganz ehrlich bin, das ist der erbärmlichste Weltrekord, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Na, ich muss hier wirklich mal dicke Props an den Luigi Master geben. War Luigi Master sein? Der Name ist so anders, ich glaube schon. Dass ihr das Ganze halt hier wirklich in verdammt guter Qualität und ohne Commentary hochlädt. Also, das ist natürlich der Weltrekordrun eines Spiels. Ohne Commentary, in guter Qualität, einfach so als reines Gameplay hochgeladen wird, das ist natürlich für den Reactions Saturday eine brutale Goldgrube. Also, mein Problem ist ja häufig, dass die guten Runs halt einfach von irgendwelchen Streamern gestreamt werden, die natürlich dann auch ihre Streamaufzeichnungen hochladen. Und das ist natürlich für mich zum Kommentieren dann schwer, weil die Streamer natürlich während ihrem Run auch viel quatschen. So, und das ist jetzt ein Level, was sehr, sehr lang ist, weil es Scrolling ist und sehr, sehr langweilig ist. Das heißt, für uns ein Moment zum Durchatmen. Wir sehen aber, dass er sich immer ganz vorne am Scrolling-Rand befindet. Wir werden auch später noch Scrolling-Level sehen, wo die Runner außerhalb des Scrollings laufen. Also das Level ist zwar schon geladen, soweit ich weiß. Bloß die Kamera fährt halt nur in einer gewissen Geschwindigkeit. Und die Runner wissen dann aber, wo was ist und runnen dann einfach außerhalb vom Screen. Ne? Die bewegen sich dann einfach, ohne zu sehen, wo sie sind, weil sie einfach das Level in- und auswendig gelernt haben. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. So, jetzt nehme ich aber erstmal einen Sip Kaffee. Ich muss den relativ schnell austrinken, weil am Ende des Runs wird der eiskalt sein. Und ihr kennt mein Kalt-Kaffee-Problem, Freunde. Vielleicht auch einfach ein guter Zeitpunkt, um nochmal kurz Werbung zu machen. Freunde, mein Name ist Hübi. Wer hätte es gedacht? Ich sag mal, wahrscheinlich 98% meiner Zuschauer hier sind Stammzuschauer. Ich bin 24 Jahre alt und unglaublich gut aussehen. Spaß beiseite. Ich mache seit 6 Jahren Nintendo-Content und falls ihr Lust auf mehr davon habt, könnt ihr gerne abonnieren. Wobei ich mittlerweile in letzter Zeit einen Step zurückgehe von Nintendo-Content. Also ich versuche auch so Stück für Stück mich auf andere Genres zu fokussieren, weil Nintendo in den letzten Jahren ja einen eigenen Weg eingeschlagen ist. Ich habe das ja früher sehr gerantet. Mittlerweile verstehe ich's. Gut finden tue ich's trotzdem nicht, weil Nintendo hat nämlich jetzt einfach eine neue Marketingstrategie mit der Switch. Sie haben unfassbar viele Konsolen mit der Switch verkauft. Und hier hat übrigens den Grünstein sehr sexy mit der Kanonenkugel eingesammelt. Und das Gute ist bei der Switch, dass es sehr leicht ist für sie zu programmieren. Ergo, viele, viele, viele andere Entwickler entwickeln für die Switch. Und für Nintendo ist es natürlich eine brutale Goldgrube. Die sagen, yo, ihr könnt alle eure Spiele auf die Switch bringen. Wir bekommen einfach so und so viel Prozent vom Verkaufspreis, weil wir die Konsole zur Verfügung stellen. Das heißt, Nintendo konzentriert sich einfach nur darauf, attraktiv für andere Entwickler zu sein, die Konsole so, wie soll ich sagen, programmierfreundlich wie möglich zu machen und verdient sich dann sein Brot anhand der Spielen von anderen. Ist eine absolut legitime Strategie und ich gönne Nintendo den Erfolg auch wirklich. Es freut mich, dass Nintendo gerade so floriert und dass ihre Konsole so gut läuft. Bloß in den letzten 2 Jahren gab es halt meiner Meinung nach zu viele Third-Party-Spiele und zu viele Ports, weil eben die Switch so anwender- und programmierfreundlich ist und die First-Party-Spiele gehen halt ein bisschen unter. Trotzdem will ich nicht den Teufel an die Wand malen. Ich glaube, dass wir bald wieder in eine Zeit kommen, in der wir schön viele First-Party-Spiele bekommen. Ich denke, sobald Breath of the Wild 2 rauskommt, werden auch im Anschluss wieder viele gute First-Party-Spiele kommen, wie es damals bei BOTW 1 war. Das Release-Jahr der Switch war ja wirklich sehr angenehm. Also mit BOTW und Odyssey hatten wir halt, also, das war das Paradies auf Erden. Das war vielleicht das beste Nintendo-Jahr, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Also BOTW und Odyssey innerhalb eines Jahres, das war, boah, ich will gar nicht dran zurückdenken, da werde ich wehleidig. Da werde ich wirklich wehleidig, weil es so schön war. Weil es einfach so, so, so schön war. Ja, und wir haben aber diese Scrolling-Levels abgeschlossen und wir kommen in die dritte Welt. Aber was ich jetzt eben abschließend sagen will, aktuell fokussiert sich Nintendo eben, glaube ich, sehr auf den Verkauf von Ports und Third-Party-Spielen. Die die Switch soll, glaube ich, gar keine Hauptkonsole sein, auf der man Nintendo-Spiele spielt, sondern die Nintendo Switch soll, glaube ich, eher eine Plattform sein, auf der du alle deine Lieblingsspiele daheim zocken kannst, sowie aber auch mitnehmen kannst. So, jetzt müsst ihr aber sehr aufpassen, weil hier im Eis ist ein geiler Glitch möglich. Ihr seht das hier.
Man kann auf dem Eis massiv Speed aufbauen. Ich weiß nicht genau, wie der Trick funktioniert, aber du kannst auf dem Eis so ganz, ganz viele kleine Tricks machen und baust damit insane Speed auf. Ein ähnlicher Glitch ist tatsächlich auch in Bowser's Fury möglich. Da ist es aber, glaube ich, mit Weitsprüngen und ich glaube, hier musst du dich nur ducken. Ich glaube, du musst einfach nur den Duckenknopf spammen und dann baust du diesen Speed auf. 100% sicher bin ich mir nicht. Und in Bowser's Fury ist es so, dass du, glaube ich, Weitsprünge nach vorne machen musst. Auf jeden Fall, in 3D World kannst du auf dem Eis unglaublich viel Geschwindigkeit aufbauen. Und natürlich, wenn du dir einen Charakter wie Peach nimmst, die natürlich super viel floatet und fliegt und sich die Welt eher von oben anschaut als von unten, hast du natürlich massive Möglichkeit, mit dem hohen Speed über das komplette Level zu flattern. Merkt euch meine Worte in Sachen mit hohem Speed flattern. Ganz am Ende des Runners, Freunde, werden wir noch was Großartiges sehen. Also bleibt bis zum Ende dran! Na, ihr wisst Bescheid. der typische YouTuber-Trick. Na, bleibt bis zum Ende dran. Boah, das ist auch so ein verrückter Satz, ne? Bleibt bis zum Ende dran ist auch nur ein Satz, den YouTuber bringen, wenn ihr Video nicht interessant genug ist, dass die Leute von allein bis zum Ende dranbleiben. Ganz, ganz ehrlich. Also, wenn dein Video interessant ist, dann bleiben die Leute bis zum Ende dran. Und wenn du sagst, bleib bis zum Ende dran, ist die Wahrscheinlichkeit zu 95% gegeben, dass sie nicht bis zum Ende dranbleiben. Just some YouTuber-Tipps von mir. Ich meine, bei diesem Video, wenn ich sage, bleib bis zum Ende dran, dann wird sich auf jeden Fall der geneigte Zuschauer denken, oh ja, wow, er hat gesagt, ich soll bis zum Ende dranbleiben. Ich werde jetzt auf jeden Fall 1,5 Stunden einfach hier sitzen, weil er gesagt hat, ich muss bis zum Ende dranbleiben. Ihr versteht, wie paradox das Ganze ist. So, auch durch dieses Level düst er gerade. Hier in der Fake-Röhre ist Grünstern Nummer 3. Normalerweise stellt man sich hier auf diese Bank, die man gerade gesehen hat. Die floatet dann so aufzugmäßig nach oben. Ja, so, hier ist das Ziel. Troll, hier ist das Ziel, Freunde. Und hier gibt es, glaube ich, auch ein Easter Egg. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber auf irgendeinem Friedhof im Hintergrund, in so einem Geisterhaus-Level, tauchen bei einer bestimmten Zeit, also wenn man da wartet, bis der Timer oben in der Ecke auf eine bestimmte Zeit geht, tauchen da viele, viele Pixel-Luigis, glaube ich, auf, die aus den Gräbern steigen und dann verschwinden. Falls es euch interessiert, nur falls, ich habe ein komplettes 3D-World-Let's Play zu 100% in 4K-Grafik auf meinem Kanal. Also ich habe das Game grafisch massiv gepusht und da nochmal zu 100% durchgespielt und da habe ich auch so gut wie alle Easter Eggs gezeigt. Es gibt ja extrem viele versteckte Pixel-Luigis in diesem Spiel und in meinem Let's Play habe ich, glaube ich, also ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich sag mal, also mindestens 98% aller Pixel-Luigis habe ich gezeigt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich alle gezeigt habe, weil sobald ich einen jetzt irgendwo vergessen habe, kommen dann die Leute, also ich bin der Dr. Sherlock Holmes, der 3D-Welt Pixel-Luigi-Sucher und ich habe in ihrem Run eindeutig erkannt, dass sie einen Pixel-Luigi übersehen haben. Sie verbreiten absichtlich Lügen, um ihren Content zu pushen. Also das kann ich nicht supporten. Dislike reported. Strike auf YouTube. So, ja, so wisst ihr es. Übrigens, hier bei diesen Captain Toad-Leveln, wenn ich sie jetzt gerade sehe, stelle ich mir mal eine Frage. Die Captain Toad-Level kam mir in diesem Spiel hier das erste Mal vor. Oh mein Gott, wie knapp hier an der Kante läuft. Da kriege ich Angst. Die Captain Toad-Level kam mir hier das erste Mal vor. Und später haben wir dann ein vollwertiges Spiel, Captain Toad's Treasure Tracker, auf die Wii U bekommen, dann auf die Switch, auf dem 3DS hatten wir es auch noch, ne? Ist ja tatsächlich ein beliebtes Genre geworden. Ich stelle mir immer die Frage, ob Captain Toad's Treasure Tracker zum Zeitpunkt, als 3D World erschienen ist, schon längst eine Entwicklung war. Also ob Nintendo gesagt hat, yo, wir werden auf jeden Fall 3D Captain Toad's Treasure Tracker entwickeln und um die Leute so ein bisschen anzufixen, bringen wir schon mal so ein paar Testlevel in 3D World. Oder ob die Reihenfolge andersrum war, dass sie wirklich aus Spaß das hier einprogrammiert haben, um zu gucken, wie die Leute drauf reagieren und dann entschieden haben, okay, diese Level kommen sehr gut an, lass uns ein eigenes Spiel draus machen. Also das würde mich interessieren. War Captain Toad's Treasure Tracker schon geplant und sie haben es dann nur ein bisschen in 3D World promoted? Oder haben sie es erst in 3D World reingepackt und sich dann entschieden, ein vollwertiges Spiel zu machen? Weiß ich. So, by the way, hier kürzestes Level des Spiels. Nee, zweitkürzestes Level des Spiels. Es gibt noch ein kürzeres. Aber das sind so typische Level, die auch nur 100 Ingame-Sekunden besitzen. Wir sammeln hier auch nur zwei Sterne ein und dann gehen wir auch schon an die Flagge. Also ihr seht es in 16 Ingame-Sekunden. Und ich glaube, die Zeit da oben sind keine originalen Sekunden, sondern irgendwie so ein eigener Ingame-Timer. Wir können das gleich mal überprüfen. Vielleicht ist es aber, sind es aber auch echte Sekunden. Bin ich mir nicht sicher. In manchen Mario-Spielen sind es echte Sekunden. Und in manchen Mario-Spielen tickt der Timer schneller.
als unsere echte Zeit. Und übrigens muss ich revidieren, ich habe ja am Anfang des Runs gesagt, ich werde euch hier viel rauscutten und den Run filetieren, aber der Typ verbringt so gut wie gar keine Zeit in irgendwelchen Ladesequenzen. Also, ich meine, ich quassel jetzt hier seit 24 Minuten ziemlich durch und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas cutten muss, außer vielleicht dieses Scrolling-Level, was wir hatten. Aber selbst das, also selbst das war ja eigentlich super interessant zum Angucken. Uiuiui. So, jetzt ist für mich aber der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir meinen Schokoriegel öffne. No Product Placement an der Stelle. Das ist ein... Achtung, Leute. Das ist ein Schokör. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist irgendeine Marke von Aldi oder Lidl. Ihr seht das jetzt kaum. Ein Schoko- und Keksriegel. Oh, jetzt übrigens ein Unterwasserlevel. Da kann man auch nicht so viel runnen. Also ich glaube, hier wird er viel versuchen, über Wasser zu bleiben. Kann ich mir gut vorstellen. Weil man im Wasser den Speed so gut wie gar nicht beeinflussen kann. Ja, er versucht möglichst spät hier reinzugehen. Nimmt sich sogar die Glasröhre mit, dass er einfach nicht so viel schwimmen muss. Weil, ihr seht es, man kann hier einfach kaum was tun. Also man kann hier einfach den Schwimmknopf drücken. Also der Runner ist hier genauso schnell wie der Casual-Spieler. Und ich glaube, er wird sein Bestes geben, so wenig Zeit im Wasser wie möglich zu verbringen. Also, ich habe hier einen Schoko- und Keksriegel. Und ich beiße jetzt hier mal rein. Um euch hier auch mal das Innenleben zu zeigen. Eigentlich ganz typisch. Wird das fokussiert? Hier, ja. Keks umhüllt von einer leckeren Vollmilchschokolade. Er würde sich wieder darauf fokussieren. Und über dem Keks ist so eine geile Milchcreme-Joghurt-Schicht. Also, ne? Keks, Milchcreme umhüllt von Schokolade. Und das Ganze eingeteilt in 5 so Riegel. Und ich habe einfach eiskalt in den ersten reingebissen, statt ihn abzubrechen. Freunde, an der Stelle eine Frage. Ich weiß, also ich werde jetzt im Laufe dieses Runs hier super viel schreiben in Sachen, yo, schreibt mir was in die Kommentare, weil mir halt einfach so viel in den Kopf kommt. Also ihr müsst euch nicht zu allem äußern, was ich hier schreibe. Props an jedem, der zu jedem meiner Kommentaraufforderungen auch wirklich was schreibt. Freunde, wir sprengen einfach die Kommentarsektion. Aber seid ihr jemand, oder habt ihr es schon mal gemacht, dass ihr in eine Tafel Schokolade einfach so richtig schön schräg diagonal reingebissen habt? Also, ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Da würde mein innerer Autist, mein innerer Monk, was auch immer man da sagen will, würde hohl drehen. Von einer Tafel Schokolade bricht man erst einen Riegel ab, dann bricht man von dem Riegel die einzelnen Segmente ab und die isst man dann. Seid ihr so Unmenschen, die einfach mal in eine Tafel Schokolade reingebissen haben? Übrigens hier sehr, sehr geil. Das ist dieser Peach-Trick, den ich gemeint habe, mit diesen Klauenangriffen in der Luft, wodurch man viel mehr Airtime erreichen kann. Richtig geil. So, hier skippt er die Plattform, macht jetzt hier eine stabile Stampfattacke, um sich da unten den Grünstern mitzunehmen. Er hat ihn fast verfehlt, holy shit. Ich wette, da ist ihm böse in die Düse gegangen. Wahrscheinlich ist ihm nicht in die Düse gegangen, aber es sah sehr knapp aus. Also wenn ihr das macht, schämt euch. Schämt euch. Von einer Tafel Schokolade macht man erst eine Reihe ab und dann, die Reihe ist ja auch nochmal unterteilt, da macht man einzelne ab und die isst man dann. So, hier, wie gesagt, einfach ein Level. Achtet auch ein bisschen aufs Spiel. Auch hier auf dem Gamepad manipuliert er gerade so ein bisschen diese Plattform. Oh mein Gott, es gibt alles. Der ist gerade auf diesem Block gelandet, um jetzt hier rüber zu schweben und jetzt hier mit einem Hechtangriff, glaube ich, direkt ins Ziel zu gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie sexy war das denn? Holy shit. Der fliegt einfach wie ein Bird. He's flying. Oh mein Gott. Krass. Übrigens, wenn ihr jetzt immer noch am Start seid, Props. Wir haben bald schon... Okay, ein bisschen dauert es noch, aber ein gutes Drittel vom Run haben wir schon geschafft. Meine Watchtime wird bei diesem Video ganz gruselig sein. Also ein 1,5-Stunden-Video. Die Watchtime wird in den Keller gehen. Also es gibt ja zwei Arten. Jetzt gibt es einen kurzen Ausflug in die YouTube Analytics. Es gibt ja die Zuschauerbindung und es gibt die Watchtime. Na, jetzt lernt ihr mal kurz was. Und die Zuschauerbindung bedeutet, wenn euer Video 10 Minuten lang ist und Leute im Schnitt 6 Minuten gucken, ne, 6 von 10, 60%, habt ihr eine Zuschauerbindung von 60%. Das war, soweit ich weiß, früher. Also, ich habe keinen Plan für YouTube Analytics. Das ist nur mein Gefühl, was ich euch hier erzähle. Ich beschäftige mich bewusst so gut wie gar nicht mit den YouTube Analytics. So, yo! Der fliegt einfach darüber auf den anderen. Der Typ flext einfach komplett. Ich glaube, der manipuliert dadurch das Scrolling. Ich glaube, dadurch, dass der darüber düst, zwingt er die Kamera darüber zu gehen. Und dann, wenn er wieder zurückfliegt, der manipuliert damit das Scrolling. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das sexy.
Krasser Scheiß. Krasser Scheiß, das wusste ich nicht, dass das geht. Durch das Train-Hopping sorgt ihr dafür, dass die Kamera beim ersten Zug immer so mitskippt. Geil. So. Ausflug in die YouTube Analytics. Hier aus Flex die Glocke platziert. Also, das ist Zuschauerbindung. Und Watchtime ist einfach die durchschnittliche Zeit, die ein Video geguckt wird. Lol, er hat sich einfach treffen lassen. Das war ein Fail. Ich glaube, das wollte er nicht. Das ist jetzt einfach eine verlorene Katzenglocke. Aber der Profi auch weiß, wo er wieder eine bekommt. Und die Watchtime ist, wie gesagt, wenn im Schnitt mein Video 28 Minuten geguckt wird, habe ich eine Watchtime von 28 Minuten. So. Das ist der Punkt. Und soweit ich weiß, das ist jetzt nur Halbwissen von mir, kein Schimmer, ob es stimmt. Und eigentlich will ich es auch gar nicht wissen. Ne? Aber früher waren die YouTuber sehr darauf fokussiert, ihre Zuschauerbindung hochzuhalten. Deswegen waren damals die Videos immer so kurz wie möglich. Und, aber halt so lang, dass man gut Werbung schalten konnte. Ne? Die typische 10-Minuten-Grenze früher. Und die YouTuber waren eben sehr, sehr, sehr darauf fixiert, die Leute bis zum Ende dran zu behalten, dass die Watchtime eben hoch ist. Also nicht Watchtime, die Zuschauerbindung, ne? Diese Prozentzahl. Das war damals so der Fokus. Mittlerweile glaube ich weiß es aber nicht, ist die Watchtime an sich wichtig. Also wie viel Spaß haben die Leute an dem Video? Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel, wie hier, wahrscheinlich ein 1 Stunde 40 Minuten Video hochlade, und die Leute, sagen wir da mal, im Schnitt 30 Minuten dranbleiben, ist natürlich die Zuschauerbindung ganz, ganz gruselig. Die ist dann irgendwo bei 30% oder 25% oder so. Also eigentlich nicht gut. Trotzdem sieht aber YouTube, hey, die Leute sind im Schnitt 30 Minuten dran geblieben, um sich das anzugucken. Ja? Und ich glaube, dass das heutzutage mehr zählt. Aber eigentlich will ich es auch nicht wissen und es ist vollkommen irrelevant. Aber nur, dass ihr, wenn ihr mal die Begriffe Watchtime und Zuschauerbindung hört, dass ihr es differenzieren könnt. Also Zuschauerbindung ist die Prozentzahl, ne, die sich ausrechnet, Gesamtlänge geteilt durch die durchschnittliche Zuschauerzeit, ne, die Prozentzahl. Und Watchtime ist einfach nur, wie viele Minuten, ne, ist der Zuschauer dran geblieben. So, hier wäre tatsächlich eine Glocke rechts gewesen in einem unsichtbaren Block. Aber dem Dude ist das ziemlich egal. Kann ich verstehen. Und weil er wahrscheinlich weiß, wo er Glocken herbekommt. So, dieser Boss wird jetzt innerhalb kürzester Zeit zerlegt. Das kann ich sogar auf der Switch-Version. Oh, er hat was verkackt. Er hat nämlich einen Spin-Jump hier verkackt. Normalerweise will das Spiel, da kommen jetzt nämlich so ganz viele kleine Schlangen aus dem Boden, dass man auf diese kleinen Schlangen draufklettert und dann auf seinen Kopf hüpft. Aber Luigi springt in diesem Spiel sehr hoch. Und wenn man dann Luigi dreht, wie hier, und dann so einen Spin-Jump macht, dann ist man hoch genug, um direkt auf seinem Schädel zu landen, ne? Und skippt diesen Boss eigentlich komplett. Also, der Boss kam gar nicht dazu, auch nur eine einzelne Attacke zu machen. Ja, RIP an der Stelle. So, ich habe sehr viel Kaffee getrunken, muss ich zugeben. Oh Gott, ich habe noch mindestens eine halbe Tasse, das ist so. Ach, ich glaube, ich muss einfach langsam anfangen, mich daran zu gewöhnen, dass man Kaffee kalt trinkt. Dass es einfach so ist. So, ich versuche gar nicht mehr, mir die Illusion aufrecht zu erhalten, dass man Kaffee warm trinkt. Nö, einfach kalter Kaffee. That's the thing. Bei meinem Odyssey-Weltrekord-Run, ihr wisst ja, also falls ihr neu hier seid und immer noch dran seid, Props. Ich habe ja schon häufiger an einem Samstag auf Speedruns reagiert, ne? Der Reaction Saturday ist ja mittlerweile nationaler Feiertag geworden. Und ich glaube, meine Reaction auf den Mario Odyssey Weltrekordrun ist ja aktuell der erfolgreichste Reaction Saturday. Ich glaube, das ist ja schon bei 150.000 Views oder so. Also pervers. Dieses Video geht brutalst viral. Warum auch immer. Fragt mich nicht. Ich reagiere einfach nur. Mehr nicht. Soll mir recht sein. Ich bin ja cool damit. Und ihr kennt mich, meine Reaction Saturdays bestehen eigentlich daraus, dass ich so gefühlt keine Sprechpausen mache. Also, es ist nicht so, dass ich das absichtlich mache. Ich setze mich jetzt nicht hier hin und sage, jetzt ist Reaction Saturday, jetzt mache ich keine Sprechpausen. Sondern das bin ich einfach. Ich bin eine brutale Quasselschlippe. Also, ich rede und rede. Es ist auch viel Nonsens dabei, aber ich bin nicht sehr repetitiv. Also, ich wiederhole mich nicht permanent. Hier holt sich jetzt übrigens eine Katzenlocke für sein Inventar wieder, ne? Da spart er, verliert er keine Zeit, weil er sich aber, glaube ich, hier auch absichtlich treffen lässt, genau, damit er nämlich hier hochkommt. Ansonsten müsste er warten, bis diese Käfer hier, diese großen Käfer, die man gesehen hat, diesen kompletten Weg gelaufen wären. Mach ich als Noob, frisst super viel Zeit. Und unter dem Odyssey-Video, was natürlich, sag ich mal, für meine Verhältnisse viral gegangen ist, kommen jetzt natürlich auch sehr, sehr viele Leute dazu, die sich das anschauen, die mich nicht kennen. Ich meine, ich habe aktuell knapp 100.000 Abonnenten, ne? 150.000 Leute haben sich das Video angeguckt. Kann man sich ausrechnen, dass mindestens 50.000 mich nicht kennen.
Und die Kommentare dann teilweise zu lesen, ist ziemlich, ziemlich interessant, muss ich zugeben. Weil manche dann sagen, Bro, der Typ in dem Video, der quasselt so viel, das ist ja mal ultra anstrengend, dem zu folgen. Und dann dachte ich mir so, okay, eigentlich hat er recht. Also ich glaube, gerade wenn man einen Vortrag, eine Präsentation oder so hält, dann, übrigens, ja, geile Bounce ist hier, dann ist es natürlich ultra, also gerade bei Präsentationen ist es ultra wichtig, Sprechpausen zu machen. Ne? Weil wenn du irgendwie ein Produkt oder ein Produkt vorstellst oder ein Referat hältst oder so und das in diesem Tempo runterratterst, da kann dir ja niemand folgen. Also in einem Referat oder in einer Präsentation gebe ich euch komplett recht, extrem wichtig, Sprechpausen zu machen. Langsam, verständlich zu sprechen, in Ruhe, damit die Leute dir folgen können, passend zu betonen. Dann ab und zu den Leuten nochmal Zeit geben, nachzudenken über das, was du gesagt hast. Hier sehen wir jetzt nochmal, wie er ganz entspannt den Grünstern einsammelt und anschließend den Secret Exit nimmt. So, aber wir sind ja hier im Reaction Saturday. Und im Reaction Saturday sind wir alles andere als professionell. Wir sind ja auf keiner Business-Veranstaltung. Wir sind hier auf YouTube. Und wir sind hier vor allem auf Hübis Kanal. Und auf Hübis Kanal, da werdet ihr beballert mit Informationen, bis euch die Ohren bluten. Haben wir uns verstanden? Übrigens hier, ne, durch den Secret Exit sind wir gerade in Welt 5 gedüst. Nur, dass ihr ja immer einen groben Überblick habt, wo wir gerade sind. Aber während man am Anfang auch relativ schnell durch die Welten düst, nimmt das Tempo gegen Ende ab, nur dass ihr Bescheid wisst. So, die Captain Toad Level werden übrigens immer gemacht, weil man hier verhältnismäßig easy an 5 Grünsterne rankommt. Und 5 Grünsterne entsprechen, ja, fast 2 Leveln. Kompletten. Zu kompletten 3D-World Leveln. Man kriegt da 3 Grünsterne. Ne? Auf jeden Fall, wie gesagt, ich weiß, dass ich hier sehr schnell rede. Und das passiert auch teilweise bewusst. Wie gesagt, es ist nicht meine Devise hier, dass ich sage, es muss alles vorgequasselt werden, aber ich weiß nicht. Also ich reagiere halt immer auf das, was ich sehe und dann kommen mir einfach immer noch Gedanken in den Kopf, über welche Themen ich gerne rede. Und dann versuche ich das halt aber irgendwie so schnell wie möglich alles in eins zu packen und dann entstehen diese Videos. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass vielleicht genau das, dass es genau das ist, was mich von anderen Reactions unterscheidet. Während andere Reactions halt wirklich einfach nur sagen, boah, krasses Video. Boah, krass, das sah heftig aus. Ja, man sehe ich auch so. Also, die schauen halt wirklich nur das Video an und erzählen, was sie sehen oder halten die Fresse. Ich meine, ja, es sind auch Reactions, aber ich glaube, dass der Reaction Saturday halt wirklich dadurch lebt, dass es dieser Wechsel ist. Aus einem, ich erzähle euch, was ich sehe, versuch's euch noch, soweit es meinem Geist möglich ist, euch das zu erklären und versuche aber gleichzeitig noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und euch so ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen oder Dinge, die ich erlebe. Also, wenn mich einer fragt, warum ist dein Reaction Saturday so erfolgreich, weil ich meine, es sind ja nur Reactions, würde ich sagen, dass es diese Mischung ist. Ich meine, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, da wären wir schon wieder. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr, warum der Reaction Saturday tatsächlich, ja, teilweise so viral geht? Das ist, das würde mich wirklich mal sehr interessieren. Übrigens, in dem Level muss man 5 Schlüsselmünzen sammeln. Oh, hier hat er wieder einen Fehler gemacht, Freunde. Hier hat er sehr lange gebraucht, um diese Käfer zu erledigen. Na, erbärmlich. Da muss ich erstmal meinen Schokoriegel beißen. Schaut jetzt an alle, die auch einen Schokoriegel haben. Nee, aber schreibt mir das gerne mal. Also, warum glaubt ihr, ist der Reaction Saturday so ein erfolgreiches Format? Einfach nur, weil es bisher keine Speedrun-Reactions gab, weil ich viel quassel, weil es einfach Reactions sind und Reactions immer erfolgreich werden. Gebt mir gern Bescheid. Weil man redet eigentlich mit vollem Mund nicht. Dann genießt mal ganz kurz, wie Plastik übers Wasser düst. Schokoriegel schmeckt. Und genießt mal die Atmosphäre. Also schaut mal nicht immer nur aufs Level, sondern schaut euch mal immer ein bisschen die Deko an. Ich meine, hier sind es nur ein paar Steinsäulen und ein paar Funken. Aber gerade in Mario Kart ist das sehr, sehr, sehr krass. Das ist echt eine üble Sache. Da habe ich schon überlegt, ob ich ein eigenes Video dazu mache. Die Mario Kart Strecken, vor allem auch was neben den Strecken passiert. Es ist pervers, wie detailliert das ist. Und wie niemand es wertschätzt, wie großartig diese Strecken gestaltet sind. Also, ein What-the-fuck-Moment hatte ich in Mario Kart 8. Oder Mario Kart 8 Deluxe, je nachdem. Ich glaube, Toadhafen heißt die Strecke. Das ist eine der ersten. Ich glaube, sie heißt Toadhafen. Und das ist die Strecke, wo die Züge über die Bahn fahren, oder diese Waggons. Und da ist im Hintergrund im Ozean eine Freiheitsstatue.
Und ich glaube, diese Freiheitsstatue ist umgebaut als Prinzessin Peach, die, glaube ich, so eine Fackel in die Höhe trägt. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall eine, wie soll ich sagen, eine von Nintendo modifizierte Freiheitsstatue. By the way, schaut euch diesen Skip an, Freunde. Schaut ihn euch an. Der Typ skippt einfach das komplette Level. Der Typ skippt, und vor allem, das ist auch wirklich für den normalen Spieler, glaube ich, echt möglich. Das ist, schaut euch das an. Warum Aufzüge verwenden? Wieso? Wie? Schaut euch das an! Schaut euch das an! Warum das Level überhaupt normal spielen? So, hier mit dem Gamepad sammelt er wieder die Sterne ein. So, er baut wieder Speed auf. Er rennt hier immer im Kreis, damit Peach hier schön Tempo aufbaut. Warum das Level normal spielen? Durch! Das ist einfach nur beeindruckend. Das ist einfach nur beeindruckend. Und vor allem manche Skips, da habe ich immer das Gefühl, ich krieg das auch hin. Also ich glaube, wenn ich mein 3D-World-Speedrunning mal wirklich üben würde und das richtig pushen würde, ich glaube, ich könnte im Game eine gute Zeit erreichen. So rein gefühlsmäßig. Einfach nur so bauchgefühlsmäßig, ne? Ah ja, crazy, Mann. Crazy, crazy, crazy. Jetzt habe ich aber leider komplett den Faden voll. Ah nee, wir waren bei der Mario Kart 8 schon. Also achtet mal, wenn ihr demnächst mal Mario Kart fahrt, dann achtet mal für so für ein paar Strecken lang nicht unbedingt so, yo! Der Typ hat gerade einfach 4 Chuckies auf einmal erledigt. Dann achtet mal ganz genau auf die Streckenverzierung. Das ist übel. Mario Kart 8 Strecken sind ein Detailfeuerwerk, was die Deko angeht. Und keiner schätzt es wert. Brutal. Also ich weiß nicht, wenn ich da so Entwickler bei Nintendo wäre, ich glaube, ich würde schon ein bisschen depressiv werden. So hin und tot, oder? Nicht? Okay, in der Wii U-Version ist man, glaube ich, immer mit Luigi schneller. Hier ist bei eine Glocke. Ich kann mir vorstellen, dass er sie mitnimmt. Ja, die gönnt er sich. Sehr schön. Weil er hatte ja bei Pampam, glaube ich, letztens eine verloren. So, hier ist es wichtig, an der Seite in diese Öffnung von dem grünen Stern zu gehen. Weil unten wären unsichtbare Blöcke dran. Da würde man wieder runterbouncen. Kleiner Sidefix an der Stelle, weil ich das natürlich als professioneller Mario 3D World Speedrunner weiß. Ja, und das ist tatsächlich eines der schönsten Level im Spiel. So blöd es klingt, auch wenn es eine riesige grüne Fläche ist. Aber die Fläche ist einfach sehr schön. Also wirklich sehr schön. So, der Bunny wird mitgenommen. Ich liebe dieses Level. Es ist so unspektakulär. Es ist wirklich einfach eine riesige, gerade Fläche, wo ein paar Büsche und Bäume drauf platziert sind. Also ich glaube, das könnte jeder programmieren. Gib ihm ein 3D-Programm, zeig ihm, wie man gerade Flächen macht. Er könnte dieses Level bauen. Ändert nichts daran, dass es wunderschön ist. Wirklich, da muss man einfach so sagen. So, man könnte hier sehr schnell ins Ziel düsen. Das Ding ist aber, hier kannst du so easy Grünsteine mitnehmen. Das ist so entspannt. Ja, da ist das Level auch schon durch. Es war eine schöne Erfahrung. Ich habe es sehr genossen, wie Luigi im Sonnenuntergang über diese grünen Felder spaziert ist und einfach nur das Level zerstört hat. So, meine Aufnahme läuft noch. Wir sind mittlerweile über der 40-Minuten-Marke angekommen. Ja, ne? Und wir sind immer noch ganz gut am Quasseln, Freunde. Also ich glaube, uns werden die Themen nicht ausgehen. 69 Sterne! 69! Darauf ein Like. Spaß beiseite. 69 ist toll. Und das ist auch eine, das kann ich auch mal kurz erzählen. Ne? Also an alle, die wissen, was 69 ist. Ne? Funny Meme und so weiter. Aber die halt wissen, wo der Ursprung herkommt. Aber es passiert so häufig, dass Leute im Livestream-Chat, wenn ich irgendwie wieder 69 Münzen habe oder so, dass dann immer die Frage kommt, was ist 69? Warum finden das alle so witzig? Und ich denke mir in dem Moment immer nur, wow, ihr seid so unschuldige Seelen. Ich bin so stolz auf euch. Ihr seid so unschuldig. Es ist großartig. Es ist großartig. Es ist so schön, wie unschuldig und naiv. Doch, kleine Kinderseelen sind, die einfach noch nicht von unserer Gesellschaft so versaut wurden und die sich einfach nur denken, hä? 69 ist doch nur eine Zahl, warum lachen da alle? Oh, 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 Fehler gemacht. Er hat hier die Münze nicht eingesammelt. Erbärmlich. Also wirklich erbärmliche Moves, die er bringt. Finde schon ein bisschen... Oh, noch ein Fehler. Also in dem Level ist er komplett auseinandergebrochen. Ah, das... Oh, da ist er noch hängen geblieben. Ganz ehrlich, da würde ich resetten. Da würde ich resetten. Ganz ehrlich. Weg mit dem Mann. Komm. Wer hat mir... Regie, wer hat mir hier so einen Bums vor die Füße gesetzt? Das kannst du ja keinem erzählen. Was ist das? Okay. Mhm. Ich soll einfach weiterreden. Scheißegal, was da passiert. Mhm. Achso, ich soll einfach nur scheiße reden. Auch wenn der Run komplett bescheuert ist. Die Leute wollen einfach nur, wie ich Müll rede. Mhm. Ja doch, das sollte ich hinbekommen, denke ich. Mhm. Alles klar.
dann gucke ich hier mal nach. Jo. Habt ihr gerade gesehen? Jo, der skippt hier einfach alles. Oh mein Gott, der Dude skippt hier einfach alles. Oh, Fehler! Fehler! Er hat beim ersten Jump. Oh, Freunde. Ein Fehler jagt hier den nächsten, aber der Typ speedet hier durchs Level, das ist pervers. Ah, das ist doch geisteskrank. Hier lenkt jetzt genau die Kugelwillis drauf. Ich frage mich immer, warum man da nicht getroffen wird. So, zack, hier hochhüpfen. Es ist brutal. Es ist das Katzen-Item, macht dieses Spiel so kaputt. Oh, das ist gleichzeitig so geil. So, das Trampolin nimmt er sich jetzt hier mit, um natürlich hier schön viel zu skippen. Ja, aber das sind alles Sachen, die man sich selber abgucken kann. Da ist normaler Spieler, du rennst da nach links und rechts und hüpfst da hoch. Und du denkst dir einfach nur, yo, wenn ich eine Katze und ein Trampolin habe, kann ich hier alles skippen. Also, ich glaube, so viele Skips in diesem Spiel sind einfach so beeindruckend, weil sie... Ja, so banal sind. Weil das einfach so Skips sind, wo ich denke, jo, das kann ich eigentlich auch so. Das ist voll okay, damit bin ich cool. Sau spannend. Sau spannend. Geiler Scheiß. Boah, wenn ich das sehe, dann kriege ich schon wieder massiv Bock auf 3D World Speedrunning. Ich müsste mal irgendwie so eine Challenge machen. Das ist eine Sache, da habe ich schon häufig drüber nachgedacht. Also ich speedrunne ja sehr gerne. Bloß, ich reiche meine Zeiten hier auf speedrun.com ein oder so. Ich runne ja einfach nur, um meine eigenen PBs zu schlagen und einfach um geile Streaming-Events zu haben. Einfach um mit euch eine geile Livestream-Zeit zu haben. Bloß, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Fehler, weil ich glaube, gerade dieses auf bestimmte Ziele, ne, also... auf bestimmte Zeiten runnen. Ich glaube, das ist auch das, was das Speedrunning wahrscheinlich am Ende des Tages irgendwie so ausmacht. Ne? Hier dieses Münzen einsammeln per Gamepad ist so broken. Wie gesagt, geht aber auch alles in der Switch-Version. Und ich glaube, so in 3D-World wäre das einfach mal eine so geile Sache, wenn wir einfach mal sagen, yo, ich speedrunne jetzt 3D-World und ich versuche innerhalb von 2 Wochen die und die Zeit hinzubekommen, ne? Dann beschäftige ich mich intensiv mit dem Spiel und man hat eine wirkliche Zeit, auf die man hinarbeiten kann. Und dann so, ja, ich versuche in 14 Tagen eine Speedrunning-Zeit von so und so viel hinzubekommen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich irgendwie das und das machen. So, und dann werde halt massiv Druck dahinter. Also, ich glaube, das wäre schon eine irgendwie eine coole Sache. Und ich weiß nicht, ich glaube, 3D-World wäre ein Spiel, wo viele dann damit cool werden. Also prinzipiell ist, glaube ich, 3D-World ein recht beliebtes Spiel. Also es gibt kaum Menschen, die kein Fan von 3D-World sind. Viele sagen halt, ja, es ist mir ein bisschen zu casual und irgendwie zu viel einzelne Level und es hat nicht so viel mit 3D-Marios zu tun. Beziehungsweise mit den Open-World-Sandbox-3D-Marios, da gebe ich euch recht. Aber ich finde, man kann trotzdem nicht leugnen, dass dieses Spiel wunderschön ist. Und einer hat mal einen sehr geilen Vergleich gebracht. Alle Leute, die 3D-Land und 3D-World haten, sind auf demselben Level wie die Leute, die neuen Paper Marios haten, weiß nicht, wie Paper Mario 2 ist. Das war ein Vergleich, der mich sehr getroffen hat. Ich war auch so, ja, so, oh, da läuft hier, Bruder, der ist irgendwie stehen geblieben, dann ist er jetzt ewig weit hochgelaufen. Bro, what did you do? Also da muss ich euch recht geben. Sie weichen natürlich schon recht weit von der ursprünglichen 3D-Mario-Formel ab. Ne, dieses in große Welten geworfen werden, da in diesen großen Welten Rätsel lösen und viele Dinge sammeln, um Sterne zu holen. Trotzdem darf man den Spiel nicht absprechen, dass sie 3D-Marios sind. Und da ich auch gerade Mario Galaxy 2 in der Kaizo-Version spiele, also falls ihr neu auf dem Kanal seid und Bock habt zu sehen, wie ich psychisch zusammenbreche, gönnt euch. Großartiges Projekt. Könnte eines meiner besten Projekte aller Zeiten werden. Ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Also gerade auch Mario Galaxy 2, was ja viele zu den guten 3D-Marios zählen. Also es ist ja die guten 3D-Marios, sind ja quasi so Mario 64, Mario Sunshine. Übrigens jetzt düst er wieder zurück, weil er hier noch was nachzuholen hat. Also wie gesagt, Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy und Mario Galaxy 2 und jetzt Odyssey. Das sind ja so die guten und so die bösen, schlechten kleinen Brüder sind ja 3D-Land und 3D-World. Aber gerade jetzt, wo ich Galaxy 2 wieder spiele, er düst jetzt übrigens wieder zurück in Welt 1, weil er jetzt hier das Captain Toad Level machen kann, ohne alle Level zuvor in Welt 1 gemacht zu haben, weil die Captain Toad Level in den Welten immer freigeschaltet sind. Und durch die Röhre kommt er zum Captain Toad Level, ohne sich durch Welt 1 spielen zu müssen. Und ich habe euch ja schon erzählt, die Captain Toad Level macht man, weil man innerhalb kurzer Zeit 5 Grünsterne bekommt. Ne? Aber wie gesagt, also der Unterschied zwischen 3D World und Galaxy 2... Der ist nicht mehr groß. Der ist nicht mehr groß. Also auch in Galaxy 2 hast du 2 Sterne pro Galaxie. Manchmal 3. Und es ist eigentlich, also
Ein großer Unterschied ist nicht mehr. Auch in Galaxy 2 hast du eine vorgelegte Route, die du laufen musst. Klar, du hast diese, sag ich mal, diese Gravitationsspielchen, die jetzt natürlich dieses Spiel nicht hat. Und allgemein dieses sehr geile Movement von Galaxy mit der Spin-Attacke und so weiter. Das macht es natürlich schon sehr besonders. Aber von der Art und Weise, dass du auf einer Weltenkarte rumfährst, die einzelnen Level aussuchst und diesen einzelnen Levels eine geringe Anzahl an Collectibles sammelst. Also 3D World und Galaxy 2 sind sehr verwandt. Und wenn man aber dann Galaxy 2 zu den guten, echten 3D-Marios zählt, dann musst du eigentlich 3D World auch schon dazu zählen. Und wenn du 3D World dazu zählst, dann ist 3D Land das gleiche. Bloß, dass 3D Land die technischen Limitationen von der Handheld-Konsole, also von dem 3DS, hatte. Aber prinzipiell ist einfach 3D Land wie 3D World. Bloß 3D World war einfach Teil 2. Dadurch wussten sie mehr, was sie tun müssen. Und es hatte mehr Hardware-Power von der Wii U. Das war übrigens das kurze Level im Spiel. Vorhin das andere Level hatte 16 Sekunden gebraucht. Hier hatte 13 Sekunden gebraucht. Und dieses Level, in dem wir gerade waren, heißt auf Deutsch Hektik im Hinterhof. Ich denke, mehr muss ich zu diesem Namen nicht sagen. Na, aber wie gesagt, um das jetzt quasi zu beenden, ich bin 3D Mario Hardcore-Fan und ich war auch lange auf dem Trip. 3D Land und 3D World sind die bösen Schafe, die schwarzen Schafe in der 3D Mario-Historie. Aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind, zählen die genauso dazu und es sind auch großartige Spiele, muss man einfach so sagen. Also, mein Lieblingsgenre, und das festigt sich irgendwie so gefühlt von Woche zu Woche, werden immer die 3D-Marios bleiben. Ich liebe die 3D-Plattformer von Mario. Das werden, glaube ich, auf ewig meine liebsten Spiele bleiben. Ich finde es, ich liebe sie. Die sind so großartig. So, geht der hier durch die Röhre? Nee, oder? Wollte gerade sagen, nee. Hier düst er ganz entspannt drüber. Er düst hier sogar vorbei. Crazy. Böses Movement hier. Hier auch... Röhren, was sind Glasröhren? Ist mir scheißegal, ich kletter einfach die Wand hoch, aber das ist wie gesagt recht easy machbar. So, Sliden ist auf jeden Fall mit einer der schnellsten Fortbewegungsmöglichkeiten. So, und hier auch. Stimmt! Warum geht man hier eigentlich in die Röhre rein, wenn man hier einfach so geil klettern kann? Ich meine, es ist natürlich sehr präzises Klettern, das muss man zugeben. Das kriegt jetzt nicht jeder Dulli hin, weil sobald du halt einmal in so einer Glasröhre drin steckst, kommst du ja nicht mehr raus. Aber prinzipiell, das sind alles Sachen, die ich auch in meinen Runs übernehmen kann. Verrückt, ey. Wirklich verrückt, ich sag's, wie es ist. Geiler Scheiß. Ich bin so begeistert. Das macht so Spaß. So, mein Kaffee. Ich habe ihn wieder nicht angerührt. Also, der Kaffee wird eiskalt sein. Also, ich sag, wenn der Run... Scheiße. Ich brauche kurz ein Taschentuch, Freunde. So, zack. Das sind auch Reaction Saturday, Freunde. Die Videoform... in der Kommentierende einfach mal im Video aufsteht und woanders hingeht. Und es tut dem Video keinen Abbruch. Ne? Es macht das Video nicht schlechter. Es macht es einfach nur sympathischer. Es macht mich nahbar. Aber das ist auch so eine Sache. Also YouTuber, die aus allen Videos was rausschneiden, einfach nur um irgendwie so perfekt wie möglich zu sein, so blöd das klingt, finde ich ganz weird. So, Geisterhaus. Sie sind übrigens mittlerweile in Welt 6 angekommen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Das Level davor hat auch schon zu Welt 6 gehört. Also... ich drifte hier langsam massivst in Off-Topic-Gelabere ab. Per Gamepad macht jetzt hier immer die Geister weg, dass er nicht getroffen wird. Also ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Aber ich glaube, das ist Reaction Saturday. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die wollen den kompletten Run durchkommentiert haben, komplett on-topic. So nach dem Motto, erklär mir bitte zu 100% genau, was da passiert. Aber ich glaube, auch das ist ein bisschen was, wodurch Reaction Saturday lebt. Ne? Durch dieses, dass man einfach geiles Gameplay im Hintergrund hat, was man sich anschauen kann, aber eigentlich auch einfach nur einen Hübi hat, der einfach nur durchquasselt und einfach erzählt, was ihm in den Sinn kommt. Warum rechtfertige ich mich überhaupt? Was ist los mit mir? So, er hat dieses Geisterlevel abgeschlossen, was vor allem so blöd das klingt wegen diesem simplen Regeneffekt, ne, an der Seite vom Bildschirm, so eine geile Atmosphäre bekommt. Also, ein guter Regeneffekt macht so viel aus. Das ist genauso wie ein schöner Schneeeffekt. Da kann ich nur den Horizon Zero Dawn DLC nehmen. Horizon Zero Dawn hat gefühlt neben Last of Us 2 den schönsten Schnee der Videospielgeschichte, meiner Meinung nach. Also der ist so geil animiert und vor allem auch der Schneefalleffekt, also der Schneeflockeneffekt, brutalst, sehr, sehr schön. Gut animierte Natur ist einfach so ein Plus für Videospiele und Last of Us 2 spielt ja sehr viel in der Natur, beziehungsweise in einer Art Stadtruine. Oder in vielen, vielen Stadtruinen, die von der Natur so ein bisschen zurückerobert wurden. Warte mal, was geht hier ab? Jo!
Der düst ohne Plattform hier in die... Jo, und jetzt ist sie... Okay, ich wollte gerade sagen, hey, der verdreht sie in die Säure. Nee, tut er nicht. Crazy. Boah, auch das Level in dieser Kameraperspektive spielen ist so klug. Ich habe immer eine andere Kameraperspektive genommen. Allgemein, in 3D-World, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dreht man super selten die Kamera. Man nimmt die Level irgendwie immer so hin, wie sie sind, obwohl man das eigentlich gar nicht müsste. Das ist richtig crazy. Wobei sich jetzt in vielen Leveln das Kameradrehen als sehr, sehr sinnvoll herausstellt. Wow. Ja, was ich sagen wollte, ich glaube langsam nicht mehr dran, dass ich meinen Kaffee bis zum Ende dieses Videos ausgetrunken habe. Aber die Hälfte habe ich schon weg. Ich habe noch immer so eine Riesentasse. Und es ist eigentlich, also prinzipiell ist es sehr klug, sich eine große Tasse zu holen, wenn du einfach mehr leckeres Getränk hast. Auf der anderen Seite, gerade für die Reaction, wo du nur ab und zu einen Sip nehmen kannst, ist es natürlich jetzt, ja, nicht das Klügste, sich so einen riesen Pott eines Heißgetränks hinzustellen, wo du natürlich viel mehr trinken musst, in kurzer Zeit, damit es noch warm bleibt. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, für die Reaction Saturdays eine kleinere Tasse zu nehmen, die dann zwar schneller leer ist, dafür habe ich sie dann getrunken, während sie noch warm ist. Und dann, wenn ich hier privat was schneide oder privat arbeite, ohne dass mir dabei jemand zuguckt, dann kann ich mir eine große Tasse holen, weil dann kann ich viel mehr dran nuckeln. So, hier ritt der Pfanddose, by the way. Der lächerlichste Boss der Geschichte. Erst letzte Woche im Bowser's Fury Run habe ich ihn gerantet. Und ich tue es hier wieder. Der blödeste Boss in der gesamten Mario-Geschichte. Also, das ist kein Boss. Den kannst du nicht Boss nennen. Das ist wirklich, so sieht es aus, wenn du im Rewe deine Pfanddose in den Automaten steckst. Das passiert exakt das. Da steht hinten ein kleiner Toad drin, der macht Bada! Und der schiebt dann diese Dosen durch so Röhren und verwurstet die. Das ist ein original Pfandautomat. How a Pfandautomat looks on the inside. Genau das war das. Das ist eigentlich, spielen wir hier im Pfandautomat-Simulator. Real Talk. So, oh wow. Er geht ins obere Level. Ich gehe hier immer ins untere, glaube ich. Oder mache ich beide? Nee, ich gehe immer ins untere. Aber, naja, klar, ich weiß warum. Weil er halt hier... Hier seht ihr es? Ich glaube, man muss sich immer ducken und dadurch kann es halt... Er nutzt die Eisphysik hier aus. Das ist der Punkt. Er nutzt die Eisphysik hier aus. That's it. Und er behält halt sogar die Geschwindigkeit. Also, es ist nicht so, dass wenn du hüpfst und landest, dass du dann die Geschwindigkeit verlierst, sondern wenn du immer wieder hüpfst, du behältst die Geschwindigkeit. Das heißt, auch wenn du jetzt hier an so Bäume ranhüpft, da, ne, zack, seht ihr das? Wie Peach immer so kurz... Yo, what the hell? Du behältst die Geschwindigkeit. Du behältst das Momentum. Oh mein Gott! Holy shit! Ja, man, er speichert sich die Geschwindigkeit, die er auf dem Eis aufbaut. Und dadurch kann er, sobald er landet, einfach instant losdüsen. Okay, ja, das erklärt natürlich, warum er das Eislevel nimmt. Da würde mich interessieren, ist das so in der Switch-Version auch möglich? Oder wurden diese Eis-Physics angepasst? Weil, wie gesagt, wir schauen uns ja ganz bewusst die Wii U-Version an, weil sie eben mehr Möglichkeiten hat, das Spiel zu zerstören als die Switch-Version. Obwohl die Switch-Version eben diese schnellere Laufgeschwindigkeit hat und eigentlich prinzipiell schneller gepaced ist, ist es dann doch im Endeffekt spannender, sich die Wii U-Version anzugucken. So, und das könnte jetzt eines dieser Level sein, die ich ganz am Anfang mal angesprochen habe, wo er offscreen rennt. Wo er quasi, was ein Scrolling-Level ist, genau. Und jetzt, er rennt, er spielt das Level durch, aber er sieht es halt nicht. Das ist das, was ich angesprochen hatte. Ist natürlich jetzt zum Zuschauen schwierig, aber man kann sich halt hier auswendig merken, was man tun muss. Und dann, sobald man an einem bestimmten Punkt vom Scrolling ist, kommt die Kamera automatisch mit. Also das ist sehr, sehr interessant. Ihr könnt da oben mal auf die Sternanzeige schauen. Da seht ihr dann immer, was er tut und was er macht. So, und auch hier wird es nochmal passieren. Ist natürlich zum Zuschauen eher weniger schwierig. So, ne, und jetzt spielt er gefühlt mit Augen zu. Ne? Er weiß einfach exakt, was er tun muss. Holt sich das Scrolling wieder hoch, er ist unten eingesperrt, weil er da den Grünchen eingesammelt hat. Diese Fuzzy-Horde, die ihn verfolgt, ist natürlich viel zu langsam. Also die denkt sich so, oh Bruder, wir werden dich vernichten. Und in dem Moment, wo sie den Satz, wir werden dich vernichten, zu Ende gesprochen haben, ist er schon bei der Zielflagge. Und dann die Fuzzy so, oh Kacke, wir sind ein Riesenstück Müllhaufen. Wir sind sehr langsam. Und dann verziehen sie sich wieder. Also, ja. In ihrem Zeugnis würde stehen, sie waren stets bemüht. Stand es mal bei euch im Zeugnis? Schreibt es in die Kommentare. Haltet ihr mal diesen legendären Satz, er war stets bemüht oder sie war stets bemüht, irgendwas zu tun? Das heißt quasi, ja, auf Deutsch übersetzt, absoluter Müllhaufen dieser Schüler. Kann nichts. So ungefähr. So, und jetzt, ich glaube, nee, stopp. Das ist, glaube ich, es gibt ein Rätselhaus, welches richtig, richtig broken ist.
Ich weiß nicht, ob es das hier ist oder das nächste. Das ist das hier. Es ist so broken. Guckt's euch an. Er hat einen Ball per Gamepad genommen, auf den Stern geworfen. Abgeschlossen. Er nimmt einen Ball, wirft ihn auf den Stern. Abgeschlossen. Er nimmt den Ball, wirft ihn auf den Knopf. Oh, das hat nicht funktioniert. Jetzt hat. Zack, abgeschlossen. Er drückt auf den Power-Button. Abgeschlossen. Alles per Gamepad. Er drückt per Gamepad auf die Knöpfe. Abgeschlossen. Also, ich weiß wirklich nicht, was sie sich bei der Gamepad-Steuerung gedacht haben. Also, die Gamepad-Steuerung in diesem Spiel ist so overpowered. Also, dass du halt wirklich Level abschließen kannst, ohne deinen Spielcharakter auch nur um einen einzigen Zentimeter zu bewegen. Yo, und ich sehe gerade auf der Zeit, wir sind einfach mittlerweile schon bei einer Stunde Commentary. Wir sind, also, ich meine, ich werde es euch am Anfang bis, also wir sind fast bei einer Stunde, bei mir sind wir jetzt bei einer Stunde. Yo, okay, time flies, was geht ab? Spannend. Ändert aber nichts daran, dass wir noch eine lange Reise vor uns haben. So, ich werde mal wieder meinen Schokoriegel beißen, ne? Wir haben jetzt hier wieder ein Scrolling-Level. Und diese Level sind, glaube ich, nicht wie das andere Level offscreen spielbar, weil er jetzt hier, glaube ich, darauf angewiesen ist, dass diese Panzer auf ihn zufahren. Und ich glaube, die kann er offscreen nicht manipulieren, weshalb er hier, glaube ich, nicht offscreen rennen kann. Oder es kann sogar sein, dass er stirbt, wenn er zu weit nach vorne rennt. Ich weiß es nicht genau. Ich hätte übrigens gerade wieder eine Katzenglocke bekommen. So. Und ich kaue jetzt kurz genüsslich meinen Schokoriegel. Ihr könnt die wunderschöne Musik genießen. Da ist ein Stern. Wow, dieser Schokoriegel schmeckt sehr gut. Hier ist in letzter Zeit extrem wenig Süßigkeiten. Das ist jetzt seit langem mal wieder, dass ich einen Schokoriegel esse. Aber ich dachte einfach hier für den Reaction Saturday, das passt für den Vibe, wenn man sich für so eine lange Reise einfach noch hier so einen kleinen Snack mitnimmt. Sehr lecker, sehr, sehr lecker. Ja, man muss natürlich sagen, diese Scrolling-Level, die killen natürlich ein bisschen den Speedrunning-Vibe in diesem Spiel. Und hier hat übrigens gerade eine Bombe auf diesen Panzer hochgeworfen, weil auf diesem Panzer war ein grauer Stein. Und diese grauen Steine kannst du eben per Bombe zerstören. Hier hat er das Scrolling aber gerade manipuliert. Er ist sehr weit nach vorne gerannt, wodurch die Kamera hinterher gezogen wurde. Also so kleine Möglichkeiten, das Scrolling zu manipulieren, hast du. Das ist nicht wie in den 2D-Marios, ist es ja komplett gar nicht beeinflussbar. Da ist ja wirklich eine feste Geschwindigkeit. Und du kannst ja auch nicht vor und zurück laufen, sondern das Scrolling, wie soll ich sagen, beschränkt ja wirklich die Möglichkeit, wo du dich bewegen kannst. Und da muss man ja den 3D-World-Scrolling-Leveln wirklich zugute halten, ne? Dass sie hier, sag ich mal, noch so flexibel sind, dass du halt auch nach vorne und zurücklaufen kannst und so weiter. Das wäre ja das super Frustrierende in den 2D-Scrolling-Leveln, dass sie ja wirklich wie eine Art fahrendes Gefängnis sind. Du kannst dich nach rechts und du kannst dich nach links und dann du bist immer nur in diesem Screen gefangen. Hast du hier natürlich teilweise auch, aber ihr seht es mit etwas mehr Möglichkeiten. Und das Spiel verzeiht es auch, wenn du mal kurz irgendwie hinten aus dem Bildschirm aus dem Bild rausfällst. So, du kannst dich noch retten, wenn du mal ein bisschen zurückfällst. Also, finde ich die deutlich angenehmere Ratenweise. Aber ich verstehe natürlich, warum sie es in den 2D-Mario so gemacht haben. Weil, wenn du da nichts mehr siehst, dann ist Feierabend eigentlich. Also, das ist so der Punkt. Hier zwar auch, aber in 3D-Mario hast du einfach viel mehr Möglichkeiten. Nach oben, unten, rechts, links, vorne, hinten. Dich halt noch irgendwie aus einer Klemme zu befreien und wieder zurück ins Scrolling zu kommen, wenn in dem 2D-Mario halt, ja, du nur die zwei Dimensionen hast, oben und rechts, um dich zu bewegen. So, die blaue Fee baut eine wunderschöne Röhre und wir kommen in die siebte Welt. Und jetzt geht, glaube ich, der Real Shit ab. Ich glaube, jetzt geht langsam der Real Shit ab, weil jetzt gehen ja quasi die beiden Lava-Welten los. Und, da hinten übrigens der goldene Zug. Geiles Level. Jetzt kommt aber erst noch dieser komische Clown. Nee. Doch. Oh. Nee, doch. Das ist der dicke Clown. Du hast zwei Bosse in den Zirkuszelten. Du hast die Schlange und den Clown. Die Schlange hatten wir schon. Also muss das der dicke Clown sein. Der ist Sephiron übrigens. Spaß. Doch, das müsste der sein. Ja, doch. Mein Gott, jetzt fange ich schon an meinem 3D-World-Wissen zu zweifeln. Holy shit. Ich muss auch zugeben, dass langsam eine gewisse, wie soll ich sagen, dass langsam gewisse Müdigkeitserscheinungen in meinem Commentary sich bemerkbar machen. Ich meine, muss ich das einfach mal auf der Zunge vergehen lassen. Ich führe seit über einer Stunde einen, ich hoffe, einigermaßen interessanten Monolog
in Double-Time-Form. Also ich habe in der einen Stunde mehr geredet in der Reaction, als wahrscheinlich andere in der vierstündigen Reaction. Bro, ich mache Reaction-Videos und disse andere Reactor. Das ist der Lifestyle. So, der Clown hier ist auch weird. Also ich meine auch ganz ehrlich, so, was haben sie sich bei dem Design gedacht? Also der, gerade wenn der dann so aufploppt und in diese, zu diesen kleinen Bubbles wird, der Typ sieht einfach aus wie Quecksilber. Oder irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwelche flüssigen Metalle aus der ersten Gruppe im Periodensystem. Das ist ja saugeil. Ich weiß nicht, ob ich Chemie habt in der Schule, aber in der ersten, ich glaube, die erste Gruppe, die erste Gruppe im Periodensystem sind ja, glaube ich, die Akali-Metalle, oder? Oh, scheiße. Oh, boy. Das ist so lange her. Das war 10. Klasse. Boah, Alter, ich werd alt. Die 10. Klasse ist jetzt mittlerweile... Lass mich nachdenken. 7 oder 8 Jahre her. Holy shit, bin ich ein altes Stück Müll. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, mein Chemieunterricht in der 10. Klasse. Ich glaube, die erste Gruppe im Periodensystem, also quasi ganz links, die Spalte ganz links, das waren ja, glaube ich, die Akali-Metalle. Und warum ich überhaupt drauf komme, ne, wegen diesen silbernen Blobs von dem Clown, das sind Metalle, die aber recht weich sind. Also das sind Metalle, die kann man mit dem Messer schneiden. Aber zumindest hat unser Lehrer das gemacht. Und warte mal, ich mache jetzt mal ganz kurz das Periodensystem auf, insofern ich das jetzt hier in der Reaction irgendwie hinbekomme. Ah, sorry! Tut mir leid. Übrigens, jetzt zerlegt ihr hier die ganzen Lava-Level, just saying. Ich gucke währenddessen mal ins Periodensystem. So, hier übrigens kann er auch alles überspringen. Normalerweise müsste man hier den Firebro besiegen und dann ein paar Teleportbox rüber. Er fliegt einfach. So, warte mal, Periodensystem hier. Genau. Und genau, Lithium, Natrium, Kalium, ach du Scheiße, Bro, wie klein ist das? Rubidium, Cäsium und Francium. Egal, ich glaube, wir hatten Kalium. Also der Typ hat dann so eine Art, unser Chemielehrer hat dann so eine Art Reagenzglas, hier fliegt er übrigens auch einfach rüber. Also das ist saugeil. Ich glaube, die hinteren beiden Welten werden Speedrun-Trick-technisch noch sehr geil. Ich werde mich gleich wieder aufs Spiel konzentrieren, Freunde. Auf jeden Fall, der Typ hat Kalium aus so einem Marmeladenglas geholt, in diesem Marmeladenglas war irgendwie so eine Flüssigkeit drin, die dafür sorgt, dass das Kalium nicht mit irgendwelchen anderen chemischen Stoffen reagiert, sondern da drin isoliert bleibt. Der holt das raus, schneidet das mit einem Messer, wie als ob er so einfach ein Brötchen sich schneiden würde. Und dieses Kalium hat er dann in einen runden Behälter gelegt, in dem Wasser drin war. Und wenn man diese Akali-Metalle, ich hoffe, das sind Akali-Metalle, ich glaube nämlich dann Gruppe 2 sind die Halb-Akali-Metalle, oh, ich weiß es nicht mehr. Egal, ne? Das hat er auf jeden Fall in dieses Wasserbecken gelegt und dieses Kalium hat dann mit dem Wasser reagiert. Es fing zu nicht glühen an, zu zischen an, es rauchte oder dampfte, je nachdem. Und dieses Kalium hat sich dann zu einer kleinen Kugel verformt und hat eine unfassbare Geschwindigkeit aufgebaut und ist über diese Wasseroberfläche gezündet und ist dabei halt immer kleiner geworden, weil es irgendwie sich im Wasser aufgelöst hat, weil es verpufft ist, I don't know. So, hier übrigens jetzt richtig geil ins Ziel gedüst. Sexy. Ich weiß nicht genau. Aber das wurde halt kreisförmig, weil es quasi mit dem Wasser reagiert hat, sich dabei immer gedreht hat und dann wurde es eine perfekte Kugel. Und ist übers Wasser gezischt und genau so sah dieser Clown aus. Ne, und ihr merkt, wie schnell dieser Speedrun ist. In der Zeit, wo ich euch versuche zu erklären, dass dieses Metall so aussah wie ein Blob von dem Clown, hat er schon wieder 2 weitere Level geschafft. Also ihr merkt, in was für einer Geschwindigkeit der Typ hier durch diesen Speedrun ballert. Es ist... Oh! Ihr seht die ganze Zeit die Windows-Taskbar unten. Das ist euch safe nicht aufgefallen, Freunde. Safe ist euch das nicht aufgefallen. Ich bin ja Profi-Reactor, ne? Ich bin der Profi-React, im hinterlaufen keinen Fehler. Das hier, Freunde, ist das ätzendste Level im gesamten Spiel. Oh mein Gott, hab ich das in alle meinen Playthroughs gehasst. Wirklich, so hier mit dem Gamepad sammelt er das Zeug so schnell ein. Das ist so krass. Das ist so krass. Also, für den Blind-Spieler, Freunde, ist dieses Level der Horror. Ich kenne kaum einen, diesen Bulli hat jetzt übrigens sehr per Gamepad erledigt. Ich kenne kaum einen 3D-World-Spieler, der gesagt hat, yo, in meinem ersten Blind-Playthrough war dieses Level voll einfach, ich bin da easy durchgesteppt. Es sieht so banal aus. Es sieht so banal aus. Oh mein Gott, das sieht absolut krank aus. Aber dieses Level ist echt eine üble Sache. Dieses Level ist wirklich eine üble Sache und das darf man einfach nicht unterschätzen. So, und in einem normalen Reaction Saturday würden wir jetzt erst anfangen aufzunehmen.
und quasi bis zum Ende dieses Runs kommentieren. Also ihr bekommt heute so viel Bonus-Content. Ich bin so gespannt, wie das ankommt. Also ich kann mir halt alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Video deutlich unterdurchschnittlich von den Reactions Saturday performt, weil es halt einfach so lang ist und sich die Leute denken, Digga, sowas kann man sich doch nicht geben, sowas kann ich mir doch nicht angucken, ne? Oder es performt ganz normal, weil es Reaction Saturday ist. Oder es performt überdurchschnittlich, weil es eben so eine XXL-Reaction ist, die aber halt hoffentlich auch nicht über die Zeit an Qualität verliert, sondern ich versuche ja wirklich die ganze Zeit meinen Kommentierstil auf demselben Level zu halten. Also, weil häufig ist es ja so, zum Beispiel, gerade bei Serien ist das so, dass wenn Serien normal lang sind, dann sind sie voll geil. Ne? Keine, wir nehmen irgendeine Serie, die 40 Minuten geht, übel fresh, ne? Geile Serie. Ist über 40 Minuten interessant. Wenn dann diese Serien aber mal so Special-Folgen machen, die dann so, keine Ahnung, statt 40 Minuten 1,5 Stunden gehen, dann ist es so, dass sie dann meistens ihre Hauptqualität nicht mehr halten können, weil diese Serien meistens halt immer nur in ihrem 40-Minuten-Rahmen gut sind. Und wenn man das dann länger macht, dann ist das eben, wie soll ich sagen, dann verlieren die ihren Spannungsbogen und die fühlen sich dann einfach so langgestreckt und einfach nicht so knackig und interessant wie die normalen Folgen an. Und das ist ja das, was ich hier versuche zu erreichen. Also ich versuche ja trotzdem, die Qualität meines Commentaries so zu halten, als ob das jetzt nur eine 20-Minuten-Reaction wäre oder eine 25-Minuten-Reaction. Und also ist diese XXL-Folge soll ja schon ein Bonus sein. Übrigens hier sehr, sehr geil. Nochmal, oh, Fehler! Normalerweise soll man hier... Noch ein Fehler! Schlecht! Nein, Spaß. Also normalerweise soll man hier einfach diesen Turm so in den Wänden so hochlaufen. Der Typ klettert den einfach nach oben. Ist auch ein Trick, der sehr einfach machbar ist als normaler Spieler. Habe ich aber auch erst spät rausgefunden. Habe ich erst in meinem dritten oder vierten Run mit eingebaut. Hier, wie er sich... Ich liebe es, wenn sich Speedrunner perfekt in den Collectibles positionieren, wenn diese spawnen. Das ist so sexy, finde ich. So, hier nimmt sie hier den Speed mit. Sehr geil. So, und hier muss man jetzt den Turm einmal nach oben klettern. Braucht diese Schlüsselmünzen. Das Ding ist aber, man muss den Turm auch wieder nach unten klettern. Das heißt, jede Schlüsselmünze, die man nicht sofort bekommt, kann man auch quasi auf dem Weg nach unten wieder mitnehmen. So, hier in der Wand ist ein Grünstern drin. Den hat er sich hier direkt mitgenommen. Sehr schön. Und sobald man jetzt diese Schlüsselmünze einsammelt, kommt jetzt eben giftiges Gas. Ich mache da mal ganz gern Witze mit schwarzem Humor über Kammern, die sich mit Gas füllen. Kommen meistens nicht so gut an, deswegen werde ich es jetzt dann auch lassen. Die sind etwas makaber und jeder vom Bildschirm sich denkt, oh Bruder, hat er den wirklich gebracht? Freunde, es ist, man muss offen mit seiner Geschichte umgehen. Das glaube ich, die Zeit von 33 bis 45 nicht die glorreichste Zeit der deutschen Bevölkerung war. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren, dass das ziemlicher Abschaum war, der da passiert ist. Aber ab und zu so ein Fünkchen Humor muss man da auch mal ein bisschen mit einfließen lassen, damit das nicht so ein Tabuthema ist, vor dem man Angst hat, sondern dass es ein Thema ist, was man aufarbeitet, dass man realisiert, dass es richtig beschissen ist, was damals im Dritten Reich passiert ist. Aber man muss auch mal so einen Funken Humor mit einstreuen, damit man mit dem Thema auch so ein bisschen abschließen kann, sage ich mal. Weiß, dass es schlecht ist, aber das nicht so ein Schreckgespenst ist, was in der Vergangenheit rumgeistert. Und sobald man es anspricht, kriegen alle Angst, so like, wenn in der Harry Potter Welt jemand das Wort Voldemort sagt. Wie sind wir jetzt in dieses Thema abgedriftet, ne? Ich reagiere auf den 3D-World-Speedrun und rede über Adolf Hitler. Bruder, was ist los mit mir? Was ist los mit mir? Das ist Reaction Saturday. Ba, 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 ba. Es ist Reaction Saturday. Beste Jingle aller Zeiten. So, hier seht ihr auch ab und zu, wenn diese Hand kommt, er fasst hier diese Twomps an, um ihr Movement zu manipulieren. Also man kann die halt festhalten, ne? Und der hält die sich jetzt eben extra so fest, dass sie immer genau auf der Höhe sind, wo er sie braucht. Um dann quasi, weil diese Turms in diesem Level als Aufzug funktionieren. Also es ist quasi so, als ob ihr den Aufzug einfach an der Stelle festhalten könnt, wo ihr möchtet. Dass sie eben dann genau da ist, wenn ihr in dem Stockwerk seid, wo ihr euch gerade befindet. So, ich sehe übrigens gerade, weil ich habe ja nach Periodensystem gegoogelt, dass mir hier auch noch angezeigt wird. Und ich hatte vollkommen recht, die Metalle, über die ich gerade geredet habe, sind wirklich die Alkalimetalle. Die in der zweiten Spalte sind die Erdalkalimetalle. In der dritten Spalte und noch ein Teil der vierten und fünften sind die normalen Metalle. Und dann verschwimmt alles so ein bisschen. Dann gibt es noch Halbmetalle, Nichtmetalle. Die siebte Spalte sind Halogene und die achte Spalte sind die Edelgase. Die Edelgase hätte ich auch gewusst. Also, ich hätte Alkali gewusst.
Aber ich hätte nicht Halbalkali-Metalle in der zweiten Spalte gesagt. Also ich hätte nicht Erdalkali-Metalle gesagt, ich hätte Halbalkali gesagt. Vielleicht gibt es das ja auch, keine Ahnung. Und Edelgase in der achten Spalte hätte ich auch gewusst. Aber ansonsten ist mein Chemiewissen sehr eingegrenzt. Hier, er fliegt auch. Freunde, schaut sich an, er fliegt einfach über die Lava. Yo, was er auch einfach für einen Speed drauf hat, ne? Was er einfach für eine Geschwindigkeit drauf hat. Also, dass er das als Speedrunner auch so gut handeln kann, dass man da nicht die Kontrolle verliert. Also, mir geht da schon böse die Düse, wenn ich in 3D-World-Speedrun so auf diesen Turbo-Plattformen unterwegs bin, die einem so einen Geschwindigkeitsboost geben. Ich denke mir so, oh mein Gott, was für eine Geschwindigkeit, mein Controller fliegt mir gleich weg. Und er so, I'm flying over the levels. Und kommen wir jetzt schon zum Halbfinale? Yo, ist einfach fast durch die komplette Welt 7 durch. Wir sind jetzt schon beim Boss von Welt 7. Und der geneigte Spieler soll sich ja denken, oh mein Gott, jetzt Finale, crazy. Ja, aber dann kommt der Plot-Twist. übrigens, oben die vier auch noch. Socorro! Also ich glaube übrigens nicht, der spielt, oder La Guarida Volcanica de Bowser. Der spielt nicht auf Französisch. Ich habe euch von Anfang an angelogen. Wird bestimmt schon tausendmal in den Kommentaren gestanden sein, dass es nicht Französisch ist, sondern Spanisch. Ich vermute mal, dass es nicht Spanisch ist. Aber, das am Anfang sah noch sehr französisch aus. Ein D, also ein DE in der Sprache, hat man häufig im Französischen. Aber es scheint es wohl auch im Japanischen zu geben. Oder er hat seine Switch auf Französisch und spielt es auf Japanisch. Nein, ich vermute, das ist nicht ganz... Ja, sagt ihr gerade Japanisch? Spanisch. Ey, Bro, ich labere seit einer Stunde 15 Minuten einfach nur crazy durch. So, hier, jetzt wird jetzt wieder der Boomerang, die Boomerangblume ausgepackt. So, und ich glaube, jetzt werden wir sehr, sehr geil, sehr, sehr geiles Boss zerstören sehen. Ihr werdet euch jetzt denken, what the fuck passiert hier? Aber keine Sorge, ihr habt mich, euren Reisebegleiter. Ich erkläre euch, was hier passieren wird. Jetzt kommt nämlich Bowser in seinem Purple Lamborghini angedüst. Purple Lamborghini, Purple Lamborghini. Skull! So, und Bowser wird gleich einfach, es wird für euch so aussehen, als ob Bowser einfach sich selber in die Luft sprengt. A la Selbstmordattentäter. So, er dreht die Kamera. Zack, Bowser spuckt jetzt erstmal ein bisschen Feuer, zückt eine Bombe und explodiert. Also, es sieht aus, als ob Bowser sich selber in die Luft sprengen würde. Aber es ist so, Gamepad-Steuerung, Freunde. Ihr seht immer ganz kurz, da ist der weiße Finger. Und wenn Bowser die Bombe loslässt und man dann den Finger, beziehungsweise diesen Cursor, nach oben swipen lässt, dann fängt man die Bombe in der Luft ab und schleudert sie noch in der Luft zurück zu Bowser. Und das gilt als voller Treffer auf Bowser. Und wenn man das dreimal macht, ist Bowser down. Also, es ist gut, dass sie die Gamepad-Steuerung nicht aktiv beworben haben. Weil wenn der Casual-Spieler wüsste, was er mit dieser Cursor-Gamepad-Touch-Steuerung, wie auch immer man sie nennen will, für eine Macht in den Händen hält, dann würden einige Level dieses Spiels sehr, sehr schnell an Reiz verlieren. Aber ich sag mal, das ist ja eine Sache, die man als Casual-Spieler nicht mitbekommt. Normalerweise, Freunde, sollten an der Stelle übrigens auch 7 Feen sein. Bloß, nachdem wir 2 Secret Exits genommen haben, haben wir 2 Feen nicht befreit. Rip in Pieces. Und 2 Feen werden in diesem Speedrun niemals die Freiheit erblicken. Das ist wirklich sad. Darauf esse ich den Rest meines Schokoriegels. So, und jetzt, Freunde, der crazy Plot-Twist. Watch out. Wer hätte das gedacht, Freunde? Bowser hat alle auf einmal gestohlen. Und die Röhre ist erschienen. Warum auch immer. Bowser so, ich klaue jetzt alle Feen und flüchte in eine geheime Welt. Aber ich baue euch eine Röhre, dass ihr mir in die geheime Welt folgen könnt. Ja, wahrscheinlich. Und jetzt ist mein Kaffee eiskalt. Ich hab's vermutet. Also jetzt hat er wirklich Tassentemperatur. Also kalte Tassentemperatur. Herzlich willkommen bei der besten Overworld-Mucke, die... Nee, eine der besten Overworld-Mucken, die Nintendo je produziert hat. Ihr werdet mich jetzt vielleicht für verrückt erklären. Übrigens kommt jetzt ein geiler Skip, Freunde. Wir skippen jetzt in ein Rätselhaus in Welt 4. Watch out. Watch out, guys. Watch out. Die Oberwelt ist frei begehbar und man kann hier wirklich in andere Welten skippen.
Da sieht man, dass die Overworld wirklich 3D animiert ist. Wir sind in der dritten Welt, sind wir, glaube ich, sogar. Oder in der vierten? Nee, wir sind in der vierten. Das ist die vierte Welt. Das ist ein Skip, der so, so fresh ist. Und den es in der Switch-Version nicht gibt. Die haben den da nämlich rausprogrammiert. Dass man eben auf in Welt 8 auf dieses Geländer hüpfen kann, um dann hier runterzufallen. Das ist in der Switch-Version nicht vorhanden. Und das ist einer der Gründe, warum die Wii U-Version so geil ist. Prinzipiell den Glitch, dass man auf dieses Geländer kann, weiß ich. Das habe ich auch in meinem irgendwann vor einer halben Stunde oder so erwähnt. Ne? 3D World 4K Let's Play Projekt habe ich den auch gezeigt. Also den Glitch kannte ich, den habe ich auch selber ausgeführt. Bloß bin ich, glaube ich, nicht beim Rätselhaus von Welt 4 gelandet, weil da musst du halt sehr präzise steuern. Aber prinzipiell wusste ich, dass das geht. Also es ist wirklich, dieses Let's Play ist sehr, sehr empfehlenswert. Da ist auch viel Thementalk dabei. Irgendeine Folge habe ich auch während Fasching aufgenommen, beziehungsweise Karneval, je nachdem, wie ihr das nennt, wo ihr wohnt. Und da habe mich in einem Part, habe mich eine gut erheiterte Freundin angerufen, ich habe das sogar reingeschnitten, ne? Die mich gefragt hat, ob ich sie noch zu irgendeiner anderen Karnevals-Location fahren kann. Das war so ein richtiger Hübi-Moment. Andere Leute sind am Feiern, während ich für YouTube aufnehme. Und dann rufen sie mich an, brauchen meine Hilfe. Ich bringe sie kurz woanders hin und nehme dann weiter auf. Das war eine stabile Sache. Das muss irgendwann in der Spezialwelt am Ende gewesen sein. Das muss einer der letzten Parts, glaube ich, gewesen sein. Sehr, sehr funny. Die Freundin hat mich dann im Nachhinein auch mal drauf angesprochen und hat gemeint, yo, du hast mich reingeschnitten, what the fuck? Und ich so, yo, that's me, I'm Hübi. So, und jetzt sind wir wirklich in der finalen Welt. Welt Bowser, beziehungsweise Welt 8. Danach kommen es immer noch Welten, aber die zählen dann als Spezialwelten. Wobei man halt auch sagen muss, dass es gibt, glaube ich, 3 oder 4 Spezialwelten. Also, dieses Spiel bietet so viel Content. Das ist richtig, richtig crazy. So, und auch schaut es euch an, Freunde. Warum Teleport-Plattform nehmen? Wenn man doch einfach mit Peach hier komplett fliegen kann. So, sie hatte bis gerade immer noch die Boomerang-Blume im Inventar. Die hat sie jetzt endlich mal wieder durch eine Katze überschrieben. Oder er. Also er hat jetzt wieder 2, aber also hier mussten theoretisch so viele Portboxen und bewegliche Plattformen nehmen, um hier durchzukommen. Aber hast du Peach und hast du eine Katze, bist du nicht mehr an den Boden gebunden. Du fliegst wie ein Düsenjet. Es ist einfach Top Gun. Es ist Top Gun in 3D World. Kennt ihr noch Top Gun? Schreibt es mal in die Kommentare. Top Gun ist ein Film mit Tom Cruise. Bei dem es um Jetpiloten geht, ne? Um Militär-Jetpiloten, ne? Geiler Film mit geiler Musik und ich glaube damals ein übelster Simp-Film für alle Frauen, weil damals so gerade so Pilotenbrillen und allgemein so Piloten waren, glaube ich, damals böse Sex-Objekte. Nein, das ist jetzt hardcore gesagt, aber waren einfach sehr, als wurden, glaube ich, als sehr, sehr gut aussehende Männer und einfach als ein sehr, sehr attraktiver Beruf gehandelt, Piloten. Und dieser Film basiert natürlich auch voll gut drauf. Du hast viele gut aussehende, gut gebaute Männer, die mit Pilotenbrillen episch über einen Flughafen laufen und anschließend in riesigen, lauten Jets durch die Luft düsen. Also ich glaube, der Film spricht halt Männer sowie Frauen an. Männer, weil es halt einfach geile Jetfights sind und geile Mucke. Und einfach Jets überall rumdüsen und auf der anderen Seite hast du gut aussehende Männer, die halt rumlaufen und alle Frauen so, oh mein Gott, ich werde feucht, der sieht so gut aus. So, ich glaube, das ist Top Gun in einer Nutshell. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Yo, der Typ über... Er springt einfach ins Nichts, weil er weiß, wo irgendwo das Ziel ist. Es ist so krank. Holy shit. Übrigens, Freunde, das wird jetzt sehr interessant. Ich habe es im Mario Odyssey No Capture Run schon gemacht. Und ich werde es jetzt nochmal machen. Bloß jetzt kommt es einfach nach 1 Stunde und 23 Minuten. Wenn ihr an dieser Stelle noch im Run seid und noch zuguckt, dann schreibt ihr jetzt, ohne mit der Wimper zu zucken, schreibt ihr Bilderrahmenpolierer in den Chat. Und dahinter noch ein Emoji eurer Wahl. Bilderrahmenpolierer. Ich glaube, es werden verhältnismäßig sehr wenige sein. Ich glaube, im No Capture Run habe ich das irgendwie so nach einer halben Stunde gesagt oder so. Rip an die Goombas, die da gerade weggesetzt werden. Aber jetzt einfach nach 1 Stunde und gut 20 Minuten. Es wird nicht so viel Bilderrahmenpolierer im Chat stehen, glaube ich. Vor allem, dass das Verrückte ist, ja.
wenn Leute das zu Release sehen, wird frühestens eine Stunde und 20 Minuten nach Release des Videos dieser Kommentar auftauchen. Das ist ja mal sehr, sehr geil. Ja, doch. Ich freue mich über jeden, der Bilderrahmenpolierer in den Chat schreibt. Und ich werde mein Bestes geben. Also ich meine, ich werde das nicht auf Dauer machen können, aber zumindest in den Release-Zeit, also in den Release-Tagen, in den ersten Release-Tagen dieses Videos, werde ich versuchen, jeden Bilderrahmenpolierer-Kommentar mit einem Herz zu markieren. Ich verspreche nichts. Ich verspreche nicht, dass jeder ein Herz bekommt, aber ich werde mein Bestes geben, jeden Bilderrahmenpolierer mit einem Herz auszustatten. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Ich freue mich auf eure Kommentare. So, hier sind wir jetzt übrigens hier durch ein Scrolling-Level durchgedüst. Hier diese Glocke platziert ihr immer nur aus Style-Gründen. Das ist nur Flex. Aber das, ich habe, also wenn ich eine Sache über Speedrunner gelernt habe, dann, dass du nur ein guter Speedrunner bist, wenn du flexst. So. Und der Dude wusste gerade die ganze Zeit, welche Pam-Pam oder Pan-Pan, ich weiß gar nicht, wie er heißt, die echte ist. Könnt ihr mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, woran man das erkennt? Also in meinem Feature mache ich es immer so, ich lasse immer alle erscheinen, die spawnt ja super viele Klone von sich und die farbige ist dann die echte. Aber der hat ja schon anhand des Rauches erkannt, also ist die immer an der gleichen Stelle? Also ist es in jedem Playthrough gleich, dass sie immer an denselben Orten spawnt? Oder kann man anhand dieses Rauches, Dampfes, was auch immer, erkennen, welcher Klon die echte Version von ihr wird? Würde mich mal sehr interessieren. So, übrigens jetzt noch eine Anmerkung zum Video. Das stand auch in den Kommentaren. Der Ton wird jetzt leider etwas asynchron. Das hat er selber in die Kommentare geschrieben. Ab dem Level 8.3, und das Level 8.3 ist der Zug, wird der Ton jetzt ein bisschen asynchron. Wir lassen uns davon aber gar nicht weiter stören, weil das Gute an einer Reaction ist ja, vor allem an einer Reaction im legendärsten Format aller Zeiten, im Reaction Saturday, ist es ja, dass der Ton, der Ingame-Sound, sage ich mal, nur nebensächlich ist. Solange ihr noch ein bisschen was Pling macht und schön klingt und so weiter, reicht es ja, weil das Hauptentertainment kommt ja vor allem durch das Optische, was man im Speedrun sieht, und das, was ich laber. Also ich glaube, gerade wenn ich jetzt hier halt einfach extrem viel drüber laber oder ich einfach meinen Input gebe, dann achtet man, glaube ich, gar nicht so viel auf den Ingame-Sound und stört sich gar nicht so sehr daran. Also ich glaube, das könnte, hier in diesem Punkt könnte die Reaction, das Originalvideo, glaube ich, massiv aufwerten. Und es ist wirklich nur für, ich glaube, noch 5 oder 6 Level. Also wir sind jetzt in 8.4. Es kommt noch das Final-Boss-Level. Es kommen 2 Mini-Bosse vor dem Final-Boss. Und ich glaube, jetzt kommen noch 2 normale Level oder so. Also vielleicht noch 6. Ich glaube noch 6 Level, in denen der Ton ein bisschen offscreen ist, und das wird immer, also in der Videobeschreibung stand, dass es mal besser, mal schlechter wird, also mal ist der Ton mehr Async, mal ist er weniger Async. Es sind übrigens noch 5 Level, sehe ich gerade. Es sind noch 5 Level, die hier kommen. Oder nee, stopp, der nimmt das Rätselhaus noch mit. Der geht ja jetzt dann auch noch nach links ins Rätselhaus, weil ihm ja noch Grünsteine fehlen. Okay, alles gut, Freunde. Es sind noch 6 Level. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es sind noch 6 Level. Na, und ich glaube, wir schaffen es auch. So, dieses Geisterhaus ist als Blindspieler ganz gruselig, weil diese runden Plattformen, die ihr hier aktiviert, die jetzt auch hier an der Seite sind, ihr seht, ist dieser kreisrunde Teppich. Das sind alles Scrolling-Plattformen und du musst warten. Und du stehst auf denen und wartest. Wenn du aber ein guter Runner bist, kannst du einfach alles überfliegen. Das ist ein Level, wo der Profi-Runner so viel schneller als der Noob-Runner ist. Das ist unglaublich, weil man hier einfach nur fliegt. So, hier muss man jetzt... Oh, lol. Da ist eine unsichtbare Mauer. Kann man gar nicht nach vorne runterfallen? Oh mein Gott. Lol. Er hat eine falsche Tür genommen. Bruder. Der ist gerade einfach durch die Tür gegangen, obwohl da kein Boden war. Ich glaube, er wusste selber nicht, dass das geht. Aber er hat es nochmal ganz gut gerettet. So, schaut euch das an, Freunde. Schaut euch das an. Er ist auf dieser Kerze gerade gelandet. Jetzt auf dem Knochen trocken. Jetzt auf dem nächsten Knochen trocken. Das ist einer der beeindruckendsten Momente im ganzen Run. Aber glaubt mir, der beeindruckendste Moment kommt im Final Boss Level. Trust me. Als ich das erste Mal gesehen habe, da dachte ich mir, what the hell? Was sehen meine Augen da? Also freut euch aufs... Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann nehmt euch die Zeit und schaut das Ganze jetzt bis zum Ende an. Nee, aber dann gönnt euch diese 10 Minuten noch, die dieser Run noch dauert, weil es ist so beeindruckend. Ich will es euch nicht spoilern, wenn ihr es noch nicht kennt. Das ist der Punkt. So, ich sipp mal hier weiter Kaffee.
Ganz, ganz wichtig. Da hinten hatten wir so einen schönen Blick auf den großen beleuchteten Freizeitpark von Bowser bekommen. So, jetzt haben wir hier nochmal das letzte Rätsel aus. Und jetzt sind sogar nochmal Toddy. Toddy kommt meiner Meinung nach viel zu kurz in diesem Level, aber es ist okay. Genau, das ist das Rätselhaus. Dieses Rätselhaus basiert ausschließlich auf der Klettermechanik. Und das ist tatsächlich eigentlich ziemlich cool. Und er nimmt hier Toddy, weil Toddy der schnellste ist. Außer wenn man halt dieses Cat-Momentum aufbauen kann. Aber da diese Rätselhäuser so kurz sind, hat man hier halt nie Zeit, wirklich diese große Geschwindigkeit aufzubauen. Und deswegen nimmt man sich eher die Hauptgeschwindigkeit von Toddy. Weil der halt von Grund auf schneller ist. Bloß wenn es dann Also ich sag mal, auf die kurze Strecke, so sagen wir es. Auf die kurze Strecke ist Toad schneller und auf die lange Strecke ist Luigi schneller, glaube ich. So, jetzt trinke ich mal hier einen fetten Sip Kaffee. Ich will die Tasse Kaffee vor dem Ende des Runs leer haben. So, und spätestens jetzt, wenn ich mal nicht kommentiere, merkt man sehr stark, wie asynchron mittlerweile der Ton ist. Aber wie gesagt, wir lassen es davon gar nicht stören. Mein Livestream-Chat wäre jetzt asynchron, lag. Schlechter Stream. Aber davon lassen wir uns gar nicht stressen, meine lieben Freunde. Das ist doch kein Problem. So, das ist ein Level, was im Koop ganz böse ist. Das war ein Level, das war in der 3D-World-Challenge mit Sefi und David. Da sind die beiden gestorben. Weil sobald der erste Spieler auf diese gelben oder roten Blöcke geht, fallen die halt runter und die anderen Spieler kommen nicht mehr hinterher. Das ist für einen Koop echt eine miese Sache. So, und jetzt eben ganz, ganz wichtig, dass ihr die 10 Grünsterne nochmal mitnimmt. Er kriegt jeweils nochmal einen grünen Stern von den beiden Mini-Bossen vor dem Final Boss-Level. Und jetzt holt er sich eben noch im letzten normalen Level die 3. Dann kommt er von 168 und mit den beiden Mini-Bossen kommt er von 169 und 170. Und dann hat er genügend Grünsterne, um sich das feine Boss-Level freizuschalten. So, hier normalerweise müsste man auch auf diesen riesigen Würfeln sich tragen lassen. Aber er sagt sich so, Bruder, hab gar keinen Bock, mich auf riesigen Würfeln tragen zu lassen. Ich überspringe dieses ganze Level einfach. Es ist so, so, so beeindruckend. So, hier nimmt er sich jetzt einen Tanuki mit. Das ist enorm wichtig. Er wird den Tanuki, glaube ich, in diesem Level noch nicht brauchen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber dieser Tanuki... Doch, er braucht ihn. So, weil es ist nämlich so, jetzt kommt nämlich der Trick. Wenn ihr nämlich... Oh, er hat den Trick verkackt. Er hat, glaube ich, den Trick verkackt. Er hat den Trick verkackt. Es ist nämlich so, wenn du dir den Tanuki platzierst auf dem Boden als Item und mit hoher Geschwindigkeit, die du mit der Katze aufbauen kannst, in diesen Tanuki reindüst, dann kannst du mit extrem hoher Geschwindigkeit diesen Tanuki-Flatterschwung machen und halt sehr viel überfliegen. So, ist ne, also quasi hohe Geschwindigkeit aufbauen, in der hohen Geschwindigkeit das Tanuki-Item einsammeln, dass du die hohe Geschwindigkeit behältst und dann losflattern. Und dann kannst du sehr viel überspringen. Und das wollte er hier, glaube ich, machen. Aber ich glaube, er hat den Trick verkackt und deswegen musste er jetzt vorhin auf dem Würfel reiten. Ich glaube, hier ist tatsächlich ein ziemlicher Timesave noch möglich. So, übrigens hier, ihr seht es, dass dieser Würfel immer böse guckt. Normalerweise guckt er eigentlich immer recht freundlich. Bloß, wenn du Stampfattacken auf dem machst, dann guckt er böse, aber er bewegt sich auch schneller. Also quasi, normalerweise soll das den Spieler behindern, aber der Speedrunner freut sich, dass sich der Würfel schneller bewegt. So, und damit ist das letzte normale Level in Super Mario 3D World abgeschlossen, Guys. Es ist fertig. Jetzt kommen nur noch zwei Mini-Bosse. Und dann kommt der Final Boss und der wird großartig. Meine Stimme ist angestrengt, wird langsam heiser, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich quasi, bevor ich nochmal ein Handballspiel live kommentiere, einen eineinhalbstündigen oder länger als eineinhalbstündigen Reaction Saturday mache. Aber ich sag mal, ich kann da nicht behaupten, ich wäre nicht im Sprechfluss drin. Also ich kann nicht die Ausrede bringen. Ja, Leute, also ich habe heute noch nicht so viel kommentiert, deswegen kann ich das Handballspiel jetzt nicht so gut kommentieren. Ich bin noch nicht so im Redefluss drin. Das glaubt mir dann keiner. Oh, crazy. Es fühlt sich wirklich an, als ob ich am Ende von dem 24-Stunden-Stream wäre. So rein von der Anstrengung her, so blöd das klingt. Vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall am Ende von einem 12-Stunden-Stream oder so. Also eineinhalb Stunden durchquatschen. Wenn jetzt hier jemand neben mir sitzen würde, ich würde ihm sagen, hey Bro, kannst du mir auf die Schulter klopfen? Dann würde ich mich gut fühlen. So, der Clown ist zurück. Er ist mittlerweile nicht mehr Silber. Er ist jetzt kein Kalimetall mehr. Sondern er ist jetzt ein AG geworden. Ich glaube, AG... War AG für Gold? War AG im Periodensystem Gold? Oder war es AL? Nee, AL ist Aluminium. Ich habe gerade das Periodensystem offen.
Warte mal, wo ist Gold? Ich dachte, Gold wäre AG gewesen. Aber ich sehe hier kein AG. Wartet mal, ich google euch das mal kurz. Alle, die Chemie haben, wissen ganz genau, was es ist. Periodensystem AU. Verdammt, Aurum ist Gold, nicht AG. Verdammt, und es ist die Nummer... Ey, ich finde diesen Periodensystem AU nicht. Ah, ich glaube, das ist doch kein... Ah, ich kann es doch gar nicht finden. Weil hier ist ein Periodensystem, in dem nur die Hauptgruppen aufgelistet sind. Und Gold ist in den Nebengruppen aufgelistet. Die sind hier... Ah, hier. Hier ist das vollständige Periodensystem, ja. Und hier muss eigentlich... Da unten ist AU, Gold, richtig. Und Quecksilber ist übrigens HG. Also der HG-Clown wurde zu einem AU-Clown. Und das ist richtig fieses, Freunde. Ich muss jetzt gerade echt böse auf die Toilette. Ich muss gerade wirklich böse auf die Toilette. Aber ich tue mir jetzt einfach den Gefallen und kommentiere diesen Bums bis zum Ende durch. So, Serpentezza. Ich vermute mal, das heißt Schlange. Ich glaube irgendwas, ich glaube Serp... es gibt nämlich auch in Viva Pinata. Warte mal, hat er eigentlich gerade seinen Tanuki verloren? Nee, er hat seine Katze in dem Kampf vorhin verloren. Oh boy, wenn er seinen Tanuki verliert, das wäre richtig fatal, weil er den echt dringend braucht noch. Na, also, ihr könnt euch schon denken, warum. Ich habe euch ja gerade was erklärt. Aber, ich glaube, Serpent ist ja Schlange. Also, ich komme aus dem Lateinischen? I don't know. Aber in Viva Pinata gibt's auch ein Pinata. Das heißt, auch irgendwas mit ich glaube Serpent sogar. Ich bin mir nicht sicher. Und es ist halt auch eine Schlangen-Pinata. So. Der letzte Miniboss wird gelegt. Wenn er jetzt hier die Frau vom Schlangenboss, wenn er Serpentezza jetzt zerstört. Die ist jetzt nämlich auch schon destroyed mit demselben Trick, wie er auch schon die erste Schlange zerstört hat mit einem Drehsprung. Hat er jetzt den 170. Grünstern und damit das Ganze quasi gefixt. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also wenn ich den Weltrekordrun hätte und ich hätte eine Weltrekordrun-Aufnahme, deren Ton am Ende ein bisschen asynchron ist, also ich hätte mir die Mühe gemacht und den Ton noch nachsynchronisiert. Also ganz ehrlich. Ich meine, ich könnte es jetzt auch noch tun, aber ich glaube, es tut einer eineinhalbstündigen Reaction... scheitert es nicht an der Qualität, wenn jetzt am Ende der Ingame-Sound ein bisschen asynchron ist. Aber, also ich glaube, wenn ich eine Videoaufnahme, eine Weltrekord-Videoaufnahme von dem 3D-Oldrun habe, und ich habe vor allem sind nur 15 Minuten oder 12 Minuten, glaube ich sogar noch, die asynchron sind. Wenn ich 12 Minuten asynchrones Gameplay habe, ich hätte das nachsynchronisiert. Es ist wirklich nicht so schwer, das Es ist eine kleine Primärarbeit. Weil du immer die Audiospuren nehmen musst, gucken, wie weit bin ich asynchron und das dann immer halt hin und her schieben muss, dass es passt. Aber egal. So, Freunde, Final Boss Level. Augen auf, Augen auf. Jetzt nochmal voller Fokus aufs Gameplay. Wenn ihr gerade aufräumt, wenn ihr zockt, wenn ihr was lest, wenn ihr jetzt zum Einschlafen guckt, Augen aufs Display, Augen auf euren Bildschirm. Das wird jetzt sehr schön. Wir starten im Aufzug. Im Hintergrund bricht ein Vulkan aus. Bowser baut seine Wolkenkratzer einfach mal stabil neben dem Vulkan. Kennt man. So, er düst jetzt hier über die Häuser, ganz normal, geht hier auch passend in die Glasröhren rein, um sich zum nächsten Haus zu schießen. So weit, so gut. Alles entspannt. Grünsteine braucht er nicht mehr, er muss nur noch so schnell es geht Bowser besiegen. So, jetzt Guides, watch out. Er platziert sich hier an der Kante, platziert sich da, baut Speed auf, nimmt sich den Tanuki, springt und jetzt das, Freunde. Schaut's euch an. Das ist pervers. Er überfliegt die Animation, wie er zum Boss fliegt. Er überfliegt die Animation, wie der Boss spawnt. Und er skippt einfach die Hälfte des Fights. So, jetzt taucht nämlich auf einmal Katzenbowser auf oder Miauser und denkt sich, oh shit, der Typ ist ja schon bei mir im Boss. Ich sollte jetzt vielleicht auch mal anfangen zu kämpfen, ne? Der hat einfach so fast die Hälfte des Endboss-Fights geskippt. Auch hier läuft er off-camera, ist er schon ganz nach hinten gelaufen. Ihr seht das hier. Um jetzt quasi, sobald sich Bowser da oben platziert, den Powerblock zu aktivieren. Das ist krass. Also, als ich das erste Mal gesehen habe, ich dachte mir, what the fuck geht ab? Und das ist ein Glitch, der in der Switch-Version gefixt wurde. Also, allein aus diesem Grund habe ich mich für die Wii U-Version des Runs entschieden. So, jetzt verwendet ihr hier die Doppelkirsche. Und dann kommen hier ganz, ganz viele Miausers an. Das finde ich wirklich, wirklich einfach nur ultra beeindruckend. So, ich glaube auch hier macht jetzt was ganz Ehrliches wie in dem Level mit den Fusis. Auch das ist ein Scrolling-Level nach oben und der Typ hüpft jetzt schon durch. Also, er spielt gerade den Final Boss-Fight. Er weiß, wo das Level ist, er hüpft jetzt irgendwo oben rum. Da, zack, Kamera kommt hoch. Miauser hat, glaube ich, bisher einen Angriff geschafft. Also einmal ist Miauser runtergerutscht, da hätte er eben Damage machen können. So, und ich glaube auch hier läuft jetzt einfach hoch.
bevor die Kamera mitkommt. Ne? Guckt euch das an. Er läuft einfach, ne? Zack, zack, zack. Es ist ihm vollkommen egal, was die Kamera macht. Jetzt ist er oben, zack, er ist da. Bowser schafft in diesem Bossfight einen Angriff. Und das... Nein, das war's noch nicht. Das war noch nicht... Man denkt immer, dass man an der Stelle splittet. Aber Freunde, das war noch nicht der Speedrun. Wenn hier ein Speedrun-Timer eingeblendet worden wäre, wäre das noch nicht das Ende. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Bowser explodiert in einem riesigen Bowser-Face-Feuerwerk. Ich finde, dieses Feuerwerk haben wir uns nach dieser langen Reise auf jeden Fall auch verdient. Zwei Feen haben es nie geschafft. Die werden jetzt für immer in einer kleinen Apfelkompottflasche in einem Schloss versauern, weil Luigi oder Mario oder wer auch immer sie einfach nie gerettet haben. Normalerweise sollten das jetzt, glaube ich, 7 oder 8 Feen sein. So, der Speedrun-Timer läuft aber noch, denn der Speedrun-Timer wird erst gestoppt, wenn wir jetzt hier die Flagge erreichen. Und dafür müssen wir erst noch diese Zwischensequenz hier kurz skippen. Und jetzt düsen wir hier ins Ziel und da wären wir. Jetzt ist die Zeit gestoppt und wir haben hier mit Am Reaction Saturday erfolgreich einen kompletten Any% Super Mario 3D World Run durchkommentiert. Und wenn ihr bis zum Ende dieses Videos jetzt hier dran geblieben seid, wenn ihr über eine Stunde und fast 40 Minuten mein Commentary ertragen habt und noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihr jetzt. Also wenn ihr eine Stunde 40 Minuten mein Gelaber ertragt, dann seid ihr perfekt auf dem Kanal aufgehoben. An alle meine Zuschauer, die bereits abonniert haben, ich verneige mich für euch. Ich verneige mich für euch, dass ihr mich so lange auf dieser Reise begleitet habt. Wirklich, gebt mir den Bilderrahmenpolierer in den Kommentaren, damit ich weiß, dass ihr am Ende angekommen seid. Gebt mir Bescheid, wenn ihr dieses Monsterwerk an Reaction durchgeschaut habt. Und jetzt sage ich einfach nur, danke fürs Zuschauen. Es war meine Ehre, so eine lange Reaction für euch aufzunehmen. Und keine Ahnung, auf was wir nächste Woche reagieren, aber wir sehen uns spätestens nächste Woche am Samstag wieder im Reaction Saturday. Haut rein, euer Hübi.